Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe Rage of Embers. Donny macht gerade eine interessante Frage. Wir reiten nach Isengard! Und? Stein, Leute, es ist soweit. Endlich haben wir es geschafft. Wir haben offiziell die Tech-Webstuhl, wir sind eingekleidet, wir haben Merch. Rage of Empires Merch und Hauptverantwortliche dafür sind natürlich unsere hohen Herren von oben. Herzlich willkommen, Marco und Mara, willkommen, hallo. Hey. Hallo. Da seid ihr, Leute. Mara trägt auch schon Merch, es ist soweit. Ihr könnt endlich eure Fanliebe zu Rage of Empires ausdrücken in eurer Kleidung. Es gibt fantastische neue Designs. Marco, zeig mal, was haben wir da? Zeig's mal ordentlich da an die Kamera. Ja, ich zeig's an die Kamera. Ja, schau dir das an. Schön, guck mal. Rage of Empires ist unser wunderschönes Logo. Muss man dazu sagen, ich finde, wahrscheinlich würde sie es nicht sagen, ich sag's, damit alle wissen, Mara hat dieses wunderschöne Design selber gestaltet. Finde ich auch nicht fantastisch großartig. Design. Sehr und gut, auch das. Vielen Dank. Ja, Mara trägt auch noch. Und wir haben noch eins. GLHDF! Das hat auch Mara gerade an. Jawohl. Yes. Sehr schön. Und all das könnt ihr ab dieser Sekunde schon erwerben. Was sagt Chat? Merch-Shop auf Rocket Beans TV. Schaut euch an, es gibt ein paar geile Designs. Und ich würde mal sagen, unabhängig natürlich davon, dass es natürlich coole Sprüche sind, coole Insider, schick. Durchaus schick. Ja. Kann man auch, ist auch für den Uneingeweihten, sag ich mal, Fang auf der Berlin-Party abends ja. Durchaus auch attraktiv, um wo man ja zu verstehen, genau, worum es geht. Auch auf Berlin-Partys, wo man ja gerade auch so richtig punkten kann bei Frauen, indem man sagt, man ist Age of Empires-Spieler professionell. Ich meine, das könnte auch eine hippe neue Band sein. Stein, 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 Stein. man weiß es nicht. Von daher, greift zu, sie sind vorhanden. Von daher, ich lass dich einfach weiter erzählen. Von daher, folgendes. Aber ihr habt natürlich nicht nur eingeschaltet für billige Werbung. Nein, ihr wollt heiße Age of Empires Action. Und die haben wir natürlich backfrisch für euch gerade aus dem Ofen geholt. Wow. Ja, natürlich wird es heute wieder das klassische, urlegendäre Match Donny gegen Florentin geben. Ja, und der Tyrann gegen den fucking Unterdrückten. Ich sag mal so, Donny hat heute schon den ganzen Tag gespielt. Donny steht mega im Saft. Donny ist mittlerweile auf Ruby umgestiegen. Irgendwie trifft sich privat mit Viper. Irgendwie hängt im TS mit Jordan rum. Irgendwie ist gerade in einer ganz anderen Welt irgendwie. Zack, ist es irgendwie, also er ist völlig drin, er ist im Saft, er hat hart trainiert. Ja. Ich habe lange nicht mehr gespielt, ich habe mich gerade 20 Minuten eingespielt. Es wird interessant. Es ist, was sind das für fucking Ausreden, bevor die Sendung überhaupt losgeht? Es ist keine Ausrede. Du versteckst es in so einer Moderation. Nein, du machst so einen auf, ich moderiere, aber da du sagst zwischen den Zeilen so, naja gut, er hat halt trainiert. Ich will nur einen Kontext geben. Ich will den Kontext geben, dass Donny, der jetzt Schönere. Einfach richtig... Hexe. Perfekt vorbereitet. Ja, du bist wie ein scharf geschnittenes Schwert. Ich will keinen Druck machen. Aber hey, Fluntin, du bist ja ein co-genialer Moderator hier und du hast eine super Überleitung geschaffen, gerade durch Wubli. Wollte ich kurz anmerken, Marco auch, wir wollten noch kurz was dazu sagen. Oh ja. Marco kann euch da mehr dazu erzählen, aber wir werden auf jeden Fall jetzt wir hören auf euch, wir sind ja immer aktiv in der Community, wir lesen uns im Forum die Sachen durch, natürlich auch unter unter den Videos, also immer weiter fleißig kommentieren, das ist richtig geil für uns, weil wir da auch so ein bisschen so einen Eindruck kriegen, was ihr so wollt und was ihr euch wünscht, damit das Format frisch bleibt. Und vielerseits wurde gewünscht, dass wir einfach mal umsteigen auf Wubli, weil Wubli ist, für den Laien mal kurz erklärt, Wubli ist die Plattform, auf der Viper, Jordan und die ganzen anderen, sagen wir mal, Profis sowieso zocken und viele andere Spieler auch. Das ist ein Drittanbieter, klar, sozusagen, haben private Leute sozusagen gegründet, das programmiert und das ist sozusagen ein System, mit dem man online spielen kann und es greift halt auf die quasi, wenn ich es richtig erkläre, glaube ich, den originalen Source Code von Age of Empires zurück, also nicht die HD-Version, sondern das, was man halt früher auf der CD gekauft hat, ist ein bisschen weniger, sieht ein bisschen weniger geil aus, aber läuft ein bisschen flüssiger und ist sozusagen der Standard unter den, sagen wir mal ernstzunehmenden Spielern. Marco, habe ich das halbwegs richtig erklärt? Halbwegs, ja, es sieht nicht geiler aus, stimmt nicht. Also es sieht genauso aus. Es ist halt auch die HD-Version ist jetzt von der Performance her, beziehungsweise von der Grafik her, hat sich ja da nichts getan. Sie haben es ja nur hochskaliert und das macht Wubli auch mit dem User-Patch. Und das Schöne daran ist, dass wirklich die Server extrem stabil sind. Also in der HD-Version kann es auch immer wieder zu Lags kommen, obwohl ihr nichts dafür könnt. Und die Wubli, da arbeiten wirklich ein tolles Team dahinter. Und die haben dafür gesorgt, dass diese Plattform sehr, sehr stabil läuft, super großen Support erhält. Alle
aktiven Spieler von damals und heute sich dort tummeln. Und ja, hat ein eigenes Rating-System, hat ein super Streaming-Overlay. Genau, das Overlay ist nämlich auch, es wurde vielerseits gefordert. Das ist dann super für uns in Zukunft. Also wir haben es vor, bis nächste Woche es quasi auf allen Rechnern hinzukriegen und dass wir alle einen Account machen. Ich habe schon einen gemacht. Genau. Ich bin auch schon mit T90 befreundet, muss man ganz kurz an der Stelle auch sagen. Ich bin ja quasi jetzt in der Szene. Ich bin da drin komplett. Und und dann haben wir auch zum Kommentieren so ein schönes Overlay mit Grafiken, wer baut gerade was und so. Das wird auf jeden Fall mega geil. Aber jetzt wollen wir da auch mal, hier rangehen, Alter. Also wir können ja, ich kann ja noch ein bisschen dann, wenn ihr spielt, während ihr spielt, vor allem der Anfang ist ja nicht ganz so spannend bei Age of Empires, vor allem bei Florentin. Und da hat man ein bisschen Zeit, ein bisschen zu erzählen. Genau, wir starten gleich ins 1:1 nach einer kleinen Werbung. Und als absoluten Höhepunkt wird es heute eine neue Konstellation geben. Und zwar wird Marco erneut antreten in einem 1:2, aber nicht gegen Flonny, sondern gegen Maroni. Mara und Donny schließen sich heute zusammen und werden 2:1 antreten. Man muss sagen, klar, Flonny ist der Klassiker, aber es ist mittlerweile auch ein bisschen langweilig geworden. Ich meine, wie viele Ausreden kann sich Marco noch ausdenken, dass er irgendwie diesmal gerade jetzt nicht das Richtige gebaut hat in der richtigen Zeit. Deswegen, bevor Gerüchte aufkommen, komm mal. Bevor irgendwelche Gerüchte, die Presse wieder schreibt, da ist was im Argen mit Donny und Florentin, die streiten sich. Komm her, das ist alles gut. Flonny ist immer noch Flonny ist immer noch steinhart. Man kann keinen Keil durch Flonny treiben, das geht gar nicht. Ja, natürlich. Aber weißt du, es ist wie ein gutes Ehepaar, man muss auch mal ins Swingerclub gehen. Richtig. Man muss auch mal gucken, wo also, man muss auch mal ein Solo bringen. Man braucht ein Solo. Man muss neue Leute treffen. Man muss auch noch neue Leute treffen und Mara und ich sind auch ein super Team. Es wird eine riesen Überraschung wahrscheinlich, mit welchem Volk Mara spielt. Maroni gegen Marco, ich werde kommentieren. Davor das 1:1. Wir werden uns jetzt nochmal die Finger wärmen und nochmal die Bildorder durchgehen. Und dann geht's gleich los mit 1:1. Donny vs. Florentin. Bis gleich. Empires, wir sind in den Startlöchern für unser 1:1 gegen Donny gegen mich. Wir sind schon in der Lobby. Ich merke, Donny hat seinen Namen umgestellt. Er heißt jetzt nicht mehr irgendwie Doug Heffernan oder Ricky Sanchez, sondern er heißt Donny. Bahnt sich da eine Pro-Karriere an? Plant da schon jemand mit seinem offiziellen Handle, dass du nicht irgendwie dann noch mit einem komischen Nickname feststeckst? Was ist da los? Scheiße, nix. Ich heiße halt Donny. Jetzt mal ganz im Ernst, hast du schon mal drüber nachgedacht, Pro zu werden? Ein Pro? Ein Pole? Ich habe auch Pole verstanden. Ich bin einfach Donny, ey. Also, ich bin einfach Donny. Und ich würde mal, mich interessiert viel mehr, warum du jetzt die fucking Perser ausgewählt hast. Willst du einen Persian Dusch machen oder was? Also, ich muss ja sagen, ich habe. Wieso lenkst du jetzt ab vom Ding? Ich habe eine Weile nicht gespielt und Donny steht im Saft. So, und es ist wirklich. Der Druck ist hoch. Donny und ich verbindet eine starke Ehrgeizkonkurrenz und deswegen werde ich heute zur Abwechslung mal wieder die guten alten Spanier spielen. Die Spanier, ich hab sie gern, ich verbinde mit ihnen sehr viel und heute werde ich sie nochmal rausholen, um mein Trainingsdefizit auszugleichen. Und ich bin sehr gespannt, was Donny heute aus der Wundertüte zaubert. Ja, darf ich? Ja, bitte. Ich spiele mit einem Volk, was viel Geschichte hat. Ein Volk, was spannend. Ja, weite Teile Europas, ich würde mal sagen, dominiert hat. Es ist ein Europa, waren die Mongolen in Europa auf deiner Rechnung? Bei mir nicht, jedenfalls. Und zwar spiele ich mit einem Volk, was einfach auch, das ist Durchschlagskraft pur. Das sind die Teutonen. Oh, die Teutonen. Teutonen, ja. Interessant, interessant. Ja, das ich soll. Ja, mit wir. Deutschritter Holz. Nicht schlecht. Spanier. Holzhacke. Oder nee, was sagen die denn? Warum weiß ich? Dass ich soll. Okay, ja, Marco, was geht ab? Ja, ich bin gerade hin und weg von eurem, von euren Völkern. Warum? Vor allem den Spaniern. Also das fand ich überraschend, ne? Sehr überraschend. Krass. Ein tolles Volk. Können wir auch gerne noch mal eine Analyse drauf eingehen. Du, was haben die denn für eine Spezialeinheit? Haben die irgendwas Cooles? Spezialeinheit der Spanier sind die Conquistatore. Oh, die sind nicht schlecht, ne? Conquistadore, nicht Tore. Das wurde schon berichtigt. So, los geht's jetzt! Ja, okay. Und wir gehen halt auf die Völker ein, wenn wir im Spiel sind, weil Florentin sitzt auf heißen bereit? Hummeln. Yes. Okay. Wir sind ready. Half, Gael. Tu es! Okay. Genug. Monitor bitte aus. Das wäre noch schön, dass am Samstag, letztes Mal,
letzte Woche Samstag, weißt du noch, was da war? Ja, dein Bustyp. Nein, was war denn noch? Das Community-Turnier, ja. Kann man doch noch mal sagen. Wenn jemand noch ein bisschen nach der Folge noch mal denkt, jetzt hätte ich aber gern noch ein paar Folgen Age of Empires gesehen, dann kann er sich das Community-Turnier angucken. Oh ja, das auf jeden Fall. Das war sehr, sehr, sehr schön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielleicht nächstes Mal machen wir wieder mit. Das war wirklich lustig. So, aber jetzt kommen wir mal zum Spiel. Erstmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank wie immer für den Support. Auch letztes Mal gegen The Viper mega Klatsche bekommen. Heute neue Energien geschöpft. Man hat schon gehört, Florentin hat sich nicht lumpen lassen, hat mega trainiert. Ja, nicht. Aber er ist halt motiviert. Er ist motiviert zumindest. Also Spanier. Das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist schon mal ein Anfang. Aber wie gesagt, danke für den Support. Wir haben schon wieder über 100.000 Views und über 6.500 Likes. Auch dieses Video gerne mit einer positiven Bewertung hinterlassen bzw. bewerten. Und ja, das hilft dem Format, hilft uns, motiviert uns. Schönes Kommentar mit einer Psychoanalyse, das hat man immer richtig gerne. Ja, nicht nur Psychoanalyse, es wurden ja auch letztes Mal in den Kommentaren die Klamotten beurteilt. Das hat man richtig die gerne. Die Garderobe von Mara. Das hat man richtig gerne. Aber also, nichtsdestotrotz, wir wollen auch mal aufs Spiel eingehen. So. Wir haben nämlich jetzt hier gerade Florentin, der einen doch relativ soliden Start hat, hat viel gescoutet, hat ja, seine zwei Boas, es fehlen noch zwei weitere Schafe, aber an sich, als solches, sieht das ganz gut aus. Gucken wir mal, das ist ein bisschen komisch, ja, das sind aber Kleinigkeiten. Ja, das Dumme ist, dass er jetzt da in der Ecke ist und muss dann wieder, ja, um was Neues zu erscouten. Aber guck mal, er ist halt direkt Ecke und er hat direkte Schafe. Perfekt. Dann schauen wir mal bei Donny rein. Donny, Teuton, ne? Teuton erstmal. Finde ich eine spannende Wahl. Hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht bei Rage of Empires. Teutonen sind auch was für einen Tower Rush, ne? Weil mehr Leute, ja, in einen Tower rein. Und vor allem Mörderlöcher sind frei, ne? Na, aber erst ab Ritterzeit. Nicht von Anfang an. Giesel! Mörderlöcher sind von Anfang an frei. Nee. Doch. Ab Ritterzeit hast du die. Ja, Mörderlöcher, ja, ab Ritterzeit kannst du die entwickeln. Ja, ja. Aber die hast du, glaube ich, von Anfang an. Bei nee. Ja, dann wären die Imba. Nee, wieso Imba? Du baust ja keine Türme immer als solches. Könntet ihr uns berichten, wie gesagt, korrigiert am besten Mara immer. Erst ab Ritterzeit, so. Erst ab Ritterzeit? So, alles klar. Ja, ist mir doch wurscht. So, jetzt hast du verkackt, Mara. Jetzt redest du noch weniger als sonst. Nein. Danke für diese Korrektur, Mara. Sehr gut. Hast du ganz toll gemacht. Nein. Jetzt erzähl mal was Vernünftiges zum Spielen, genau, nicht nur falsche Infos. Also, wir haben erstmal, die Teutonen sind auch spannend, weil erstmal ihr Town Center hat ein weiteres Sichtfeld. Also, du siehst relativ schnell deine Anfangsschafe. Gleichzeitig ist es auch noch toll, dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Wie oft hier steht, Mara hat recht? Mara hat immer recht, ja. Mara hat immer recht. Da hat einer das geschrieben und das liest sie. Das ist genauso, wenn du jetzt die 12.000 Kommentare liest, wie geil Marco heute wieder aussieht. Dankeschön. Nein, im Endeffekt, wie gesagt, Teuton toll, weil die Felder sind 33% günstiger. Jetzt hör auf, darüber zu lunzen. Aber ich gucke auch immer ein bisschen in den, ja, Chat. Ja, ein bisschen ist okay, aber du bist ja komplett süchtig. Donny übrigens haust. Haust. Ja, das Haus, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also das ist auch so eine Angewohnheit von Donny. Wenn ihr haust seid, reagiert so schnell es geht. Am besten mit 2, 3 Dorfbewohnern gleich ein Haus bauen. Dann ist euch dieses Problem auch nicht mehr, legt euch dieses Problem nicht mehr auf den Schultern. Jetzt ist es so, guck mal, wie lang er haust ist und wie lang das dauert, bis er wieder ein Haus bauen kann. Also der Start, ja, wie gesagt, so solide er bis dato war, auch 4 Schafe sind noch übrig, also alle Schafe hat er auch gefunden. Ja. Ich finde, hier sieht man immer, er stellt die Schafe ziemlich weit weg vom ja, PC. Das ist öfter schon mal passiert, dass man da gibt sie klauen. Da gibt es auch Situationen, wo gewisse Spielerinnen Donny Schafe stehlen. Und hier fehlen jetzt 2, ne? Ich hab sie doch wieder zurückgeschickt. Guck mal. Da, so, da ist es passiert. aber Florentin hat ja dieses Gentleman's Agreement. Erstmal, Florentin sieht das, glaube ich, auch gar nicht. Ich kenn doch Florentin. Guck dir dieses Gesicht an, diese Leere von diesem Mann. Da ist nicht mehr viel zu machen. Der merkt nicht, dass er hier 3 Schafe stehen hat. Aber ich glaube, er wird sie auch zurückschicken. Er ist ja, er sagt ja, er will sowas nicht. Und fertig. Wir sehen übrigens Donny. 10 Gold abheben von dem Drush? Ja, von der Goldmine. Und das ist immer so ein Indiz darauf, einen Drush zu spielen. Dafür einen Drush zu spielen. Weil ein Milizsoldat kostet ja 60 Food und 20 Gold.
Und wenn du Loom entwickelt hast, dann hast du ja nur noch 50, also brauchst du 10 Gold und bist ja eigentlich ready to go. Aber dass er jetzt noch weiter auf Gold bleibt, das ist einfach ein Missverständnis. Oder idlen gerade sehr viele. Ja, aber das ist nur kurz. Ich glaube, das hat er im Griff. Das hier finde ich halt ein bisschen... Es wurde ja auch in den Kommentaren oft gesagt, ich soll mich nicht immer an Kleinigkeiten aufhalten. Aber solche Kleinigkeiten können dich extrem nach hinten werfen, wenn ein Dorfbewohner anstatt auf Nahrung auf Gold geht, obwohl du das Gold gar nicht brauchst. Und ja... Es sind jetzt doch mehrere Leute idle. Wir haben jetzt hier fünf Idles. Ist noch ziemlich viele verletzt, was hat er denn da gemacht? Ja, das ist halt vom Boar. Wenn der Boar halt kommt, einer holt ihn, der Boar ist dann unter dem TC und greift einen anderen Dorfbewohner wieder an. Ja, dann ist das so. Aber ich glaube, ein Schaf? Ja, ein Schaf ist hier noch. Okay, ja, siehst du. Florentin, Gentleman, klaut die Schafe nicht. Und das ist ein sehr schlechter Start trotzdem. Ja. Weil normalerweise möchtest du es ja so. Oh, er wird angegriffen. Normalerweise möchtest du es ja so, dass du Loom dann entwickelst, wenn du auf dem Weg in die Feudalzeit bist. Und eigentlich jetzt was? Schon, nicht auf dem Weg, aber kurz davor, ja. Kurz bevor du hochklickst. Mensch, Himmels. Jetzt muss ich ja heute mal aufpassen auf dich. Meine hier. Güte, weißt du redest dir nur Mist. Ich spreche nachmittags so, wie du nachts, weil wir nachts schon mal gespielt haben, also Age of Empires. So, auf jeden Fall so möchtest du es eigentlich haben, dass du jetzt eigentlich genug Nahrung hast, um hochklicken zu können. Passt aber alles nicht. Ja, noch nicht ganz. Passt alles vorne und hinten nicht bei Donny gerade. Und da ist der Drush. Ja, das liegt auch vor allem daran, dass er diese drei Milizsoldaten gebaut hat, bevor er hochgeklickt hat. Eieiei, das ist natürlich das, was du nicht möchtest. Nämlich, die möchtest du eigentlich erst dann fertig haben oder bauen, wenn du auf dem Weg in die Feudalzeit bist. Weil du brauchst ja deine Ressourcen. Bei Florentin hingegen sieht das so aus. Pop 25. Er wollt, das ist auch so eine... Obwohl, naja. Der Wall sieht gut aus. Naja. Das sieht gut aus. Ah, ja, und was machst du mit deinen Milizen? Kommst da hin und da kommst du nirgendwo. Ja, das rein, ist halt alles zu dumm, spät. Ne? Das ist alles zu spät. Der ist komplett eingewallt. Das ist halt hier, ja, den Fight gewinnt er. Er geht hier, guck mal, das ist halt auch so eine. Ich glaube, einmal, als er gegen Viper an so einem See oder so einem Tümpel den Wall nicht gesetzt hat, hat er sich jetzt angewöhnt. Hier auf Nummer sicher zu gehen, da kommt er natürlich jetzt nicht ran. Ja. Klickt er aber manuell zurück, super. Kannst du auch abreißen hier. Wichtig ist natürlich, ich weiß nicht, wie gesagt, das hier, nee, da sollte er nicht vorbeikommen, solange diese beiden Bäume hier stehen. Genau. Ja. Was Florentin aber macht, frage ich mich. Frage ich mich schon, weil. Jetzt gucken wir mal. Ja, genau. Und ist jetzt. Und er ist stuck. Ja, gut, der stirbt. Der stirbt. Der ist GG. Oh. Oh, Micro. Na, Glück. Nee, aber auf jeden Fall frage ich mich, was Florentin vorhat. Er hat sehr wenig Holz. Also hier ist ein bisschen wenig Holz. Das ist zu wenig auf Holz. Was hat er denn hier links noch? Das ist Gold. Nein, ich meine, wie viel Holz? Na. Das ist natürlich. Ja. Hier ist viel Holz. Guck mal, jetzt will er hier rein. Der Donny. Also, Florentin hat auf jeden Fall eine gute Map, finde ich. Also, das ist halt, er hat zwei Goldspots. Ja, der Drush ist jetzt irgendwie. Der Drush ist, der verpufft. Ja. Das ist halt klar. Aber ich frage mich, wie gesagt, Florentin hat hier einen deutlichen Vorteil eigentlich, ne? Mhm. Aber ich frage mich, was er daraus macht. Also, er geht mit Pop 25 hoch, ist komplett eingewallt, baut jetzt den Stall. Mhm. Also, ja, wahrscheinlich Ritter. Oder? Meinst du, er baut Ritter? Mit welcher Eco? Also, er ist weit von der Ritterzeit entfernt. Okay. Weit. Also er macht es ja oft so, dass er irgendwie zwei, drei Ritter baut und dann einfach... Ja, aber dazu muss er auch erstmal in die Ritterzeit kommen, ja, das Herzchen. Stimmt. Oh, meine Figur ist runtergefallen. Dann? Er müsste halt es schaffen, natürlich. Also Ritter wären natürlich ein Träumchen, weil, guck mal, Donny drusht. Donny hatte auch keine gute Eco, das weiß aber Florentin nicht. Außer er scoutet das hier mit diesem Scout, wenn er sich bewegt. Tut er aber nicht. Aber Florentin hat auf jeden Fall den Stall fertig und da drin wird jetzt nichts gebaut. Ich frage mich, wie gesagt, das wirkt alles ein bisschen wirr. Auch wenn er, wie gesagt, vom Wall her hat er eigentlich, da kann nichts kommen. Also außer natürlich, wenn hier jetzt ein Tower steht oder hier, das wäre nervig.
Meinst du, das macht er jetzt noch? Nee, oder? Ich habe Donny das mit auf den Weg gegeben. Gucken wir mal, ob Donny das macht. Achso, erst Rush und dann Tower Rush, oder was? Na, ich habe ihm gesagt, zumindest er soll Scout Rush machen und mit zwei Dorfbewohnern vorgehen und das Stone von Florentin denyen. Aber das Problem ist natürlich hier, die Map ist komplett ungünstig dafür, weil sein Stein von Florentin einmal hier ist und einmal hier. Und hier könntest du mit dem Tower höchstens das Stein hier weghauen, aber Florentin hätte hier noch genug. Ja. Aber Donny versucht weiterhin seinen Rush durchzuboxen. Wollt jetzt auch ein wenig. Und guck mal. Archer. Geht schon mal auf Archer. Ist auf das macht er auch gerne, so ein Archer. Ist auch auf jeden Fall der richtige Call. Nämlich damals, als wir damals vor 300 Jahren, also letzte Folge, als wir gegen Viper gespielt haben, habe ich mir ja noch mal Vipers Sicht Tower gesehen. Sucht Frau. Tower sucht Frau. Sagt der Chat. Ja, das ist schön. Das gefällt mir. Nee, da habe ich ja auch Archer und Skirmisher gebaut. Ich hatte viel zu viele Skirmisher. Das Problem ist, das habe ich nämlich Donny auch vorhin gesagt, wenn du zu viele Skirmisher baust, Skirmisher kosten ja auch Nahrung. Und diese Nahrung brauchst du ja eigentlich, um hochzuklicken. Und das ist immer so, das wirft dich extrem zurück. Aber Donny braucht auf jeden Fall viel mehr Holz. Er hat nur, das ist alles an Holz, das ist ein bisschen mau. Sehr viel Gold hat er. Ja. Aber ich würde ein zweites Lumbercamp zumindest angehen. Oder halt, hier sollten jetzt schon viel, viel. Ah, er hatte hier ein zweites. Auf jeden Fall sollten viel mehr auf Holz. Das zweite Lumbercamp, ob das jetzt hier so gut steht, sei jetzt mal dahingestellt, aber er braucht. Guck mal, jetzt sind nur sechs Leute. Was macht der Florentin jetzt? Das, jetzt warte doch mal ab, lass uns doch erstmal das eine analysieren. Also, hast du doch schon alles gesagt. Ja, mach zu wenig Holz, zu wenig Nahrung. Ja, da stehen sie. So. Geht da jetzt nicht mehr los? Jetzt kannst du bei Florentin gucken, passiert genauso wenig. Nee, der ist jetzt gleich Ritterzeit. Er hat eine Schmiede gebaut. Ja, ist gleich und Ritterzeit. Stein. Ja, siehst du mal, und dann geht er nämlich mit Rittern, wie ich. As I said. Vertraut der Mara. Immer. Und übrigens, falls ihr ein Rage of Empires Shirt kauft, bekommt ihr Mara gratis dazu. Oder ihre Telefonnummer, was ihr wollt. Die kriegt nämlich in der Community jeder. Diesel. Ja, immer noch ein bisschen wenig auf Holz, wie du siehst. Ja, wie gesagt, der Spot ist halt auch ungünstig, die läuft ungünstig. Es sind natürlich wirklich Kleinigkeiten, aber. Oh, guck mal, er richtet. Nee, er macht sich zum Steinhauer. Ja, das sind wieder. Das ist die gute alte Kong-Strategie, die hier. Ja, Florentin angeht. Ich sehe im Chat, ist gekauft, Instant-Kauf. Ich nehme 100. Ach. Ja, Mara wechselt dann immer. Ihr müsst halt einfach nur eure Adresse jetzt hinterlegen. Kommentiert das Spiel. Zuchtauswahl wurde gemacht. Ja, wie gesagt, also er könnte. Florentin ist jetzt gerade hier in einer relativ guten Position. Ein bisschen wenig Nahrung. Ist jetzt aber Wurst. Gucken wir mal kurz in die Technologie rein. Hat er die Wirtschaftsupgrades? Schubkarre hat er nicht. Doppelschneidige Axt hat er. Brustgeschirr hat er. Alles supi. Ja, also wie jetzt. Das Einzige, was fehlt, ist halt Schubkarre. Fehlt halt, wie gesagt, ein bisschen Holz. Aber. Er hat richtig viel Nahrung jetzt doch noch dazu bekommen. Also, das sieht gut aus. Also, er ist in einer guten Position, um jetzt Ritter zu spielen. Hat auch schon das Defensiv-Upgrade für Ritter gemacht. Jetzt kommen die Archer aber erstmal. Ohne Upgrades. Ohne Upgrades, ne? Das ist. Ja, aber das Ding ist halt, es war. Du hättest jetzt zum Beispiel als Teutoner hast natürlich diesen Nachteil, dass du, wenn du auf Scouts gehst, keine Lightcuff hast und natürlich auch kein Husar. Du kannst ja also nicht mehr weiterentwickeln, aber das ist eigentlich bei einem Scout-Flush relativ egal. Haust natürlich, wenn das merkt. Ja, und da kommt der Tower, den ich angesprochen habe, der ein Steinspot denied, aber wie gesagt, ja. Das ist egal. Florentin denkt sich, naja. Ah, ja, gut, der Tower. Ja, und das macht Donny eigentlich ganz gut. Pusht hier auch mit Dorfbewohnern. Dorfbewohner haben. Und was hat Florentin denn da gebaut? Das habe ich dir auch schon gesagt. Und was baut er hier? Dummheit. Warum baust du jetzt Plänkel? Du brauchst keine Plänkler gegen Bogenschützen, die gerade ein Upgrade haben. Und du hast schon das Defensiv-Upgrade, hast drei Piercing-Armor. Da kommen zwei Schaden durch. Warum zieht er denn die Holzarbeiter? Oder mal Moment, wie viel? Drei Schaden kommen durch. Na gut. Die könnt ihr wegziehen, ja, um weniger Schaden zu nehmen. Und jetzt geht Donny hier Full Ham. Der Spot ist eigentlich gut für Donny. Aber müsste er Micro und müsste auch schießen. Bisher gerade läuft er nur. Ja, das verliert er aber alles. Also das. Puh. Wie gesagt, den Tower hätte ich noch abgeholt. Ja, was? Ich weiß nicht. Nervosität. Also wie diese Plänkler hier sind Blödsinn. Braucht ihr nicht machen. Wenn ihr schon Ritter habt, guck mal, wie viel Schaden jetzt die Ritter genommen haben. Gar nichts.
und kannst einen Ritter hier raufschicken, wenn du magst, wenn dich der Tower jetzt stört. Tut er aber eigentlich auch gar nicht. Kannst jetzt hier kaputt machen. Kannst das hier noch entfernen, dass du da auch safe bist. Warum? Ich frage mich wirklich, jetzt schickt er vier Ritter gegen zwei Dorfbewohner. Also das braucht ihr so auch nicht machen, weil diese Dorfbewohner sind natürlich gar keine Gefahr. Der baut jetzt einen Tower oder was? Nee, der wollte jetzt eine. Ja, aber ich meine, schön und gut, aber schau dir mal das hier an. Und wo ist der andere hingelaufen? Der ist fort. Er ist fort, Mara. Er ist fort. Nee, da ist er irgendwo. Schleicht irgendwo da rum. Der schleicht sich. Was? Was? Und er war nie mehr gesehen. Er ist jetzt hier. Ich glaube, er versucht einfach, dass Leute ihn das vergisst oder baut er so eine heilige Tür. Aber jetzt geht er wirklich weg. Na gut, der wird halt verschwunden sein. Nee, jetzt baut er einfach hier einen Außenposten hinbauen und gut ist. Dann weißt du auch, wo er ist. Guck mal, jetzt kommt hier wirklich ein Stall. Ey, was ist genauso sneaky wie deine Burgen? Also wirklich, deine Burgen sind genauso ein Schwachsinn. Das ist ein Dorfzentrum. Und hier ist eine Burg. Die Burg hätte ich aber wirklich eher, kann man auch, wie gesagt, sich drüber streiten. Dorfzentrum dann, wo man das platziert. Baut ihr da einfach einen Stall in die Ecke? Obwohl, ja, stimmt das. Nee, das, die Burg ist. Ich werd verrückt. Ist okay. Auf jeden Fall ist Florentin aber mit seinen Rittern. Ja, jetzt hat er hier diesen Drush entfernt. Aber ansonsten ist er zumindest ein bisschen untätig bis dato. Gucken wir mal bei Donny rein. Du willst mal nur bei Florentin gucken. Ich will auch mal bei Donny gucken. So, Holzprobleme hat er jetzt keine mehr. Aber er hat hier ein schönes Loch. Guck mal. Mhm. Und irgendwie gefühlt ist Donny also, nicht so wirklich wahrscheinlich drauf. Wahrscheinlich auch irgendwo dazwischen noch, hätte ich das Gefühl. Dass wo? Hier? Nee, irgendwo hier? Dazwischen. Nee, hier hat er, glaube ich, alles unter Kontrolle. Ja, meinst du? Ja. Also das sieht gut aus. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Nee, da hinten ist auch dicht. Aber. Da. Oh, guck mal. Jetzt Quick War. Jetzt einfach nur schnell hier zu und dann bist du halt komplett dagegen. Ich glaube, er guckt unten bei seinem Stall. Da passiert nämlich auch irgendwas. Bei welchem Stall? Ja, unten beim Stall in Florentins Base. Da passiert gar nichts. Was ist denn da daneben gewesen? Da wollte er auch was bauen, hat er abgerissen. Da kommen jetzt Ritter raus. Ja, lass die doch kommen. Ich bin erstmal gespannt, wie Florentin das hier oben managt. Managt er überhaupt was? Er guckt auf jeden Fall oben. Und er guckt. Ja, wie gesagt, wir haben hier erstmal werden die Ritter eingelagert natürlich. Er sieht auch die Burg, er weiß auch, dass die Burg da steht. Das Einzige, was er jetzt machen sollte, und Florentin, um Himmels Willen, klick einfach hinter die Wall. Klick einfach dahinter und du wirst hier durchlaufen und alles wegrasieren. Da sind alle Dorfbewohner am Holz erstmal K.O. Wenn aber jetzt dieses Kloster steht, ja, das steht. Das macht Donny diesmal richtig gut. Und da kommen schon Mönche. Ja, und das ist halt etwas, wo ich auch immer sage, Leute, baut doch nicht immer die ganzen Pikenierscheiße. Die kostet so viel. Baut einfach ein paar Mönche. Fertig. Auch, oh, er baut gleich zwei Kloster. Eieiei, guck mal. Und hier, Florentin. Mensch, gleich nebenan. Ach nö. Gleich nebenan ist alles supi. Schade. Ist das schön da. Er sieht das wirklich nicht. Mensch, da würde ich Urlaub machen. Guck dir das an, der rennt weiter, der rennt vorbei. Du würdest an dem Stein Urlaub machen. Ja, sicher. Ich würde hier sogar Urlaub machen, hier vielleicht dran knuspern und dann ist das auch gut. Nämlich so schnell ist der gar nicht da, dann haust du das schon weg. Da Dorfzentrum wird. Ja. Was passiert denn mit den Rittern in Florentin Space? Die sind erstmal K.O. Da sind nur zwei Stück drin. Also der Stall ist. Unsinn. Ja, was heißt Unsinn? Also, ich meine, von der Idee her, sneaky zu sein und irgendwo einen Villager zu verstecken. Okay. Aber das will ich, glaube ich, nicht machen, wenn meine Dorfbewohner schon lange entdeckt wurden. So, und jetzt haben wir hier die Mönche. Ja, und das reicht vollkommen aus, ja. Um das von von Florentin abzuwehren. Wo auch ich glaube, er geht allein auch schon für die Kongs auf Mönche. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er da so drauf. Naja, doch. Bisher hat er nur die Ritter gesehen. Klar weiß er, dass hier auch Kongs kommen. Aber Florentins Wirtschaft. So lala, und Florentin baut auch ein Kloster. Das hat auch einen Mönch. Aber keinen Eselmönch, Florentin. Woran liegt das? Eselmönche. Baut niemals Eselmönche. Können wir ihn denn schon bauen? Ja, klar. Hat er alles. Ja. Also, kann er bauen. Aber Problem an Missionaren, um das jetzt mal so zu sagen, die sind schnell, haben eine gute Reichweite, werden von Bloodlines beeinflusst, also haben auch gute HP, können aber keine Relics aufnehmen.
Die haben aber auch weniger Reichweite als ein Genau, normaler. Die haben aber auch ein bisschen weniger Reichweite, aber mehr HP und sind halt schneller, weil sie auf dem Esel sitzen. Aber wie gesagt, Relics sind dann für Eselmenschen nutzlos. Und ja, genau die gleichen Resistenzen gegen Lightcuff wie auch ein normaler Mensch. Jetzt ist Florentin erstmal hier drin. Wir sehen, es sind schon drei Ritter bekehrt worden. Oh je. Drei Ritter wurden bekehrt und das ist. Und siehst du, und schon ist der gesamte Rush einfach passé, weil du einfach nur zwei, drei Mönche gebaut hast und nicht 12 Pikeniere bauen musstest. Das ist gut gewesen. Das war wirklich ein guter Call von Donny. Und Donny hat auch das Fletching-Upgrade, also das erste Fall-Upgrade. Deswegen tun auch diese Pfeile des Dorfzentrums diesen Ritter hier besonders weh. Ja, und Donny macht das hier gar nicht so schlecht. Donny macht das gar nicht so schlecht. Das Einzige, woran es jetzt ein bisschen scheitert, ist halt die Wirtschaft. Also er hat halt noch keine gute Wirtschaft, während das bei Florentin, ja, die Kongs jetzt hier diese Ritter wegknuspern, die auch ein bisschen Schaden machen konnten, ist aber natürlich teuer. Also doch, vier Stück, doch, vier Stück konnte er erledigen. Gar nicht so schlecht. Und zwei Ritter vom Florentin noch. Wie hat er das denn gemacht? Das hat er ganz gut gemacht, weil Florentin nicht aufgepasst hat. Hat er sie rausgeschickt, die haben halt einfach weiter auf den Stall gehauen und gut ist. So, jetzt haben wir erstmal, ja. Donny addet noch ein TC. Ja, finde ich gut. Also das sieht echt. Also bisher? Ja, hat er gut gemacht, muss man sagen. Also Mönche rauszuhauen. Bis auf die Stallaktion? Ja, die Stallaktion war natürlich, also die Aktion hier vorne, wo er die Dorfbewohner verschenkt hat, das war natürlich jetzt nicht so geil. Oha, treffen die sich? Nee. Nee, treffen sich nicht, aber ich glaube sogar. Mit ein bisschen Micro, obwohl, die haben plus zwei schon. Schwierig zu sagen. Aber ich glaube, es würden die Kongs gewinnen. Fehlt noch Botkin Arrow. Ist dir echt immer noch kalt? Nein. Hier hinten steht übrigens eine riesige Heizung, die Mara sich hingestellt hat, weil ihr kalt ist. Ich schwitze hier am Rücken wie so ein, was ich. Ich kann sie nicht weiter nach hier schieben. Ja, schade. Mensch. Deswegen muss ich das hier abbekommen. Ja, übrigens, hier sind im Sommer ist es auch mal warm. Kannst du es schon ist mal ja dran nicht gewinnen? Sommer. Ja, aber in dem Raum soll es Sommer sein, wenn ich da drin bin. Ja, hier ist eine Klimaanlage. Es soll Macht hier, es aber nicht so schön soll warm. Hier angenehme 18 Grad haben. Nee. Nun gut, aber Donny kommt zumindest jetzt mit seinen Bogenschützen. Und Florentin, der Mönch, Ja, gut, ein Blänkler gegen die Masse. Währenddessen ist oben ist Florentin mit seinen Konquistatoren unterwegs, macht aber keinen Schaden. Zurück. Muss jetzt auch zurückkommen, weil, ja, wenn Donny jetzt hier reingeht, das macht er. Hat aber auch hier noch drei Ritter, die er auch noch benutzen könnte. Wäre schön, wenn er das macht. Vor allem, er kann hier richtig Schaden machen. Er kann, eigentlich nur hier richtig Schaden machen. Und guck dir mal an, wie viel Schaden die machen. Guck dir das an. Da kann er Micron, wie er will. Wenn da noch Ballistik kommt, ne? Dann macht er auch so ein paar Kongs hier richtig platt. Stark. Ja, das ist einfach, wenn du jetzt hat er alle Upgrades. Wow. Jetzt gewinnen die auch gegen das hier. Jetzt, glaube ich, gewinnen die auch gegen das. Ja. Mach das, komm. Komm, Donny. Der noch weg. Go, Donny. Und jetzt Micron. Ja, aber jetzt, nein, nicht auf die Dorfbewohner, auf die Kongs. Ja. Nochmal. Nicht so viel Micro. Einfach stehen bleiben, die sind so nah dran. Nicht weglaufen, das bringt ja nichts. Das sind ja. Ah, nämlich, da rennst du nämlich in das Feuer. Ja, jetzt verlierst du es. Das ist halt, hätte sich halt gar nicht bewegen brauchen, weil die Kongs waren eh super nah dran und die Pfeile sitzen eh. Das Einzige, was du machen kannst, ist natürlich versuchen, die Verletzten, guck mal, hier sind drei, vier verletzt, jetzt noch vier erledigen können. Na gut, jetzt geht natürlich Florentin mit seinen Cox da oben hin. Ja, das ist natürlich. Versucht er mal. Und so ein Stück Holzwall ist natürlich schnell weg mit. Natürlich. Gucken wir mal bei Donny rein. Immer noch aber Donny hat fünf Mönche, ne? Also er könnte hier fünf Kongs bekehren. Wenn er sie in der Nähe des Towncenters hält, kann er sogar alle seine Mönche beschützen. Und ja, wirtschaftlich geht's auch langsam nach oben. Nur viel mehr auf Gold, weil sein einer Goldspot ist komplett schon weg. Der war hier oben. Und so ein anderer. Sehr viel Holz hat er. Ja, viel zu viel Holz. Also sonst hat er immer so ein bisschen Holzmangel und diesmal. Ja, auch hier ein bisschen den Weg kann man optimieren. Wie gesagt, alles kein Megabeinbruch, aber es geht alles schöner. Also jetzt kommt Bekehrung und die stehen zu weit weg. Die werden alle sterben. Oh, nein. Und reagieren zu spät. Ja, sind alle tot. Schade. Es war. Guck mal, fünf Mönche hier bekehrt. Einen hat er. Ja. Aber stell dir vor, du hättest jetzt noch vier weitere. Guck mal, stell dir vor, du hättest noch vier weitere Mönche, vier weitere Kongs bekehrt. Dann wäre das auch egal. Dann wäre das hier auch schon gegessen. Aber das ist halt das, wovor Viper immer gewarnt, auch schon gewarnt hat. Wenn Florentin einmal Kongs hat, ne?
Ja, und dann einzeln da die Bogenschützen. Er microt die forever, meinte er. Er macht keine Wirtschaft, meint auch Viper. Keine Wirtschaft. Aber Kongs, ne? Kongs kann er. Ja. Macht er auch gut. Kommt, hier kommt der nächste Mönch. Natürlich da oben, ja, direkt. Guck mal, das ist doch gar nicht so schlecht. Jetzt, siehst du, jetzt hat er sogar noch der eine bekehrte Kong, konnte mit einem Schuss einen weiteren Kong ausnocken. Mhm. Florentin hätte den jetzt noch erledigen können. Aber meine Güte. Also, das hier zu wallen, ja, könnten wir hier noch einen Towncenter eigentlich hinstellen. Das ist natürlich auch suboptimal, dass da so einzeln einfach die Bogenschützen rauskommen, ne? Da hätte die eher, ja, in den Schießanlagen sammeln können und dann bei definitiv einer gewissen Anzahl wieder raus. Übrigens, das hier würde ich auch nutzen, ne? Also das ist halt so... Kann man so immer ein bisschen mit nerven noch. Kann man einfach ein bisschen nerven, einfach damit du eine Entlastung bekommst, musst du immer Gegenangriffe starten. Ich habe gestern ein tolles Spiel auf sehr hohem Niveau von Spring gesehen, wo ich auch das Wubli-Interface ausprobiere. Wie gesagt, ich kann jeden Wubli nur ans Herz legen. Und da war es auch so, du dachtest, okay, jetzt verliert der Typ. Nee, dann startet der einen Gegenangriff ganz woanders, dann musste sich der Typ woanders konzentrieren. Und welcher Typ jetzt? Spring. Und der andere so musste auch. Der Typ dann auch der wieder. Der andere Typ, oh, irre. Und dann hat einer von den Typen gewonnen, ne? Genau, und dann hat einer von den Typen gewonnen, das war Spring am Ende. Jetzt Spoiler. Kommt ein bisschen zu spät. Auf jeden Fall, ja, tolles Spiel gewesen. Und man merkt einfach, wie mächtig auch Gegenangriffe sein können. Und gerade diese drei Ritter da unten könnten ordentlich nerven nochmal. Gerade hier in dieser Woodline von Florentin. Wollen wir mal kurz reingucken? Ja, siehst du, dann könntest du reinmarschieren, mhm, hier Schaden machen, ordentlich Schaden machen. Weil das, ja, das wird weggeknuspert. So, Florentin addet aber jetzt noch weitere Ställe und baut, so wie es aussieht, Lightcuff. Und wir sehen auch bei Florentin dasselbe Bild wie bei Donny. Na, wir sehen sogar ein besseres. Wir sehen, ja, offensiv Burg, kein offensiv Markt. Da wird jetzt ganz frech. Ein offensiv abgebaut. Bergarbeitlager, offensiv Dorfbewohner, offensiv Burg. Alles ist dabei, offensiv Kongs. Das kennen wir aber so von ihm. So, und hier kannst du einmal raufhauen, dann ist 60 Holz weg. Aber Holz hat er ja genug, der liebe Donny. So auch unser lieber Florentin Will. 900 Holz hier, ein bisschen wenig Nahrung, würde ich vielleicht ergänzen. Aber jetzt klaut der Lümmel auch noch das Gold vom Donny. Der Lumpenkerl. Der Lumpenmanns. So, und das ist natürlich nervig. Und das will ich lassen, die ganze Zeit Dorfbewohner einquartiert zu lassen, nur um, mhm, ein paar Dorfbewohner hier zu snipen. Ist natürlich nett fürs eigene Gefühl. Kommt jetzt hier ein Tower hin? Baut bitte keinen Tower hin. Donny, wir gucken mal bei Donny rein. Oh, schau mal da oben. Ist er in der Woodline? Noch nicht, nee, aber gleich. Hier stehen schon mal die drei Mönche bereit. Drei hat er noch mehr? Donny ist zumindest gemerkt. Und da zugewallt. Ja, aber der Wall, ne? Ist schnell weg. Das ist, also sind drei Schüsse vielleicht. Oh, jetzt wird verkehrt. Hier ist auch noch ein Loch. Wow. Hat er einen, gucke. Zwei. Wow. Siehst du, jetzt weg. Ja! Heilung! Yes! Guck mal, jetzt hat er schon drei Kongs. Das macht, ey, er gut. Manche sind wirklich gut gegen Spanier. Das macht er gut. Also der Turm, ja, okay. Der erfüllt seinen Zweck, die Dorfbewohner raus. Was? Halleluja! What? Im wahrsten Sinne. Im wahrsten Sinne. Das sind wirklich viele Mönche. Also, damit kannst du sehr, sehr, sehr viel Ärger machen. Und Donny baut jetzt auch seine eigene Burg. Das Schöne ist natürlich... Ja, er will natürlich da die ganzen Ressourcen, ne? Zweimal Gold, einmal Steine. Will ja, aber gut, jetzt der nicht... Goldspot ist hier nicht geschützt, ne? Ja, aber wenn da eine Burg steht, ist das schon mal so eine andere Geschichte. Ja, da, aber... Ja, da hast du ja noch das DC daneben. Ja, aber da, trotzdem kannst du das hier von oben gut wegsnipen. Wenn hier eine Burg steht, ne? Von Florentin, stell dir das mal vor. Ich glaube, das macht er. Kann mir das gut vorstellen. Donny hat doch gar nicht gesehen, dass da eine Burg steht, oder? Ich glaube nicht. Nee, sieht er nicht. Ah. Er sieht jetzt das... Und da braucht er das. Ja, und dann macht er sich auf den Weg. Mit all seinem Glauben geht er voran und versucht den Tyrannen aus Spanien Einheit zu gebieten. Jetzt bekehren. Alle einzeln. Komm. Einen hat er. Kriegt auch noch einen. Oh, die Micro auch Donny, echt gut. Also das ist halt schön, dass er... Naja. Ah, ja, gut. Okay. Und das ist, ja, gute Antwort von Florentin, ja, der hier natürlich, haben wir ja auch schon gesehen, mit Lightcuff kommt. Perfekte Reaktion. Jetzt. Und jetzt geht's. Halleluja! Jetzt gibt's Blut! Oh Gott. Jetzt fällt das Gold. Eieiei. Oh Gott. Ja, die Burg steht nicht. Die Mönche liegen flach. Oh. Hier steht die Burg von Florentin. Und Florentin leckt wie Sau. Das seht ihr immer in diesem kleinen roten Symbol. Das ist aber ein...
Internet-Lag ist hier nichts. Nichts, worüber man sich Sorgen machen sollte. Das ist natürlich jetzt schade, dass er die verschenkt, aber das Spiel ist auch vorbei. Oh, so viel Gold und GG. Ja. Und GG. Mhm. Wo hast du denn darauf gezoomt? Halleluja! GG. Gutes Bild. Ich weiß nicht, warum ich immer, wenn wir on-air spielen, ich immer einfach so dumme Sachen mache. Es kotzt mich so an. Was hast du denn Dummes gemacht? Ich habe eine völlig weirde Bildorder gespielt. Ich war völlig durcheinander und habe irgendwie so mega weird ein zweites Holzfällerlager nicht gebaut. Dann ist ganz komisch, das ist so dumme Sachen. Ich kann mich selber nicht mehr reden. Das ist jedes Mal die gleiche Scheiße. Dann habe ich nicht aufgepasst, als du meine Mönche da hier weggemacht hast. Mega frech hier mein scheiß Gold einfach abgebaut. Fick dich dafür erstmal hart. Mega frech einfach. Florentin klaut zwar keine Schafe, aber er klaut dein Gold. Ja, Leute, ich kann es euch nicht erklären. Ich weiß nicht, was fucking los ist. Ich bin eingespielt, ich habe Spiele heute gemacht, aus irgendeinem Grund, ihr werdet es bestimmt gesehen haben. Habe ich voll die weirde Anfangsbildorder gehabt. Super weird. Ich habe zwei Archery Ranges gebaut und hatte niemand auf Gold. Ich habe also eine Archer-Build gespielt und habe aber niemand auf Gold gehabt. Habe aber eigentlich, also wahrscheinlich hat es auch Marco so kommentiert, also ich habe eigentlich ein Build gehabt für Scouts, aber ich habe dann zwei Archery Ranges gebaut. Ja, das hatte ich mich zwei Stellen. Ich weiß es selber nicht, das ist mega behindert. Was mich aber ein bisschen mehr irritiert hat, also beziehungsweise als Tipp, du hast ja der Drush, die Idee von dem Drush war gut, keine Frage. Ja, aber der hat wieder gewallt. Ja, der kam auch leicht spät, aber vor allem, du hast die drei Milizsoldaten gebaut, ohne dann die Ressourcen zu haben für Feudalzeiten. Deine Feudalzeit war dann natürlich dann schwierig. Und somit ist dann auch alles, was danach kam, wurde dann dadurch beeinflusst. Und dein Archer-Rush war dann eben kein Rush mehr, sondern da kamen irgendwann ein paar Bogenschützen, die Florentin abwehren konnte. Ja, also es war einfach eine Summe von verschiedenen Kleinigkeiten, die irgendwie in meinem Kopf falsch gelaufen sind am Anfang. Also erstmal habe ich aus irgendeinem Grund meine Standard-Build-Order verpeilt und irgendwie nur zwei auf Barrys gehabt. Mega weird. Dann wusste ich, okay, ich baue jetzt ein zweites Holzfällerlager. Dann hatte ich nicht genug Holz, weil ich mit drei am Anfang auf Holz gegangen bin. So, einfach so ganz seltsam war das alles. Dann habe ich die Milizsoldaten aus Panik gebaut. Ich habe einfach spontan entschieden, ich wollte eigentlich gar keinen Drush machen. Na, Moment, du hast ja am Anfang hast du ja mit einem Dorfbewohner schon 10 Gold geholt. Ja, pass auf, weißt du, was der Witz ist? Das war Zufall. Das war nämlich der Witz. Man sieht, wenn man zurückspult, bestimmt genau den Moment, wo ich merke, da ist ja eine Dorfbewohnerin, die hat ja 10 Gold geholt. Dann war ich so, okay, ich baue mehr als 10 Gold geholt. Ich habe die da hingeschickt irgendwie, weil da war noch der Bohr war bei meinem Gold, habt ihr vielleicht gesehen. Und ich hatte damals bei dem zweiten Bohr meinen Wegpunkt einfach so mit rechter Maustaste auf das Gold halt gemacht, weil das da in der Nähe war. Mhm. Dann ist sie da hingegangen, hat irgendwie 10 Gold gesammelt. Dann sehe ich die so und denk so, oh, ich habe eh alles verkackt. Ich muss jetzt irgendwie drushen, viel zu spät. Scheiße. Hey, du hast so viele Bildorders und so viele Sachen im Kopf. Das ist spannend. Du hast eine gespaltene Persönlichkeit. Ja. Teile von dir machen einen Drush. Ich bin Split. Teile von dir machen einen Archer Rush. Ja. Also, zwischen. Wir sollten mal so eine Matz machen wie bei Split. Und ich bin so verschiedene. Ich bin der Tower Rusher, der Archer Rusher, so bla bla. Wir haben keine Zeit, ich krieg kein Rematch. Oder? Zum Thema frech, aber ich meine, die Stelle in meiner Base bauen, war das dann spontan? Nein, es war so mega weird alles. Ich dachte mir so, was geht denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich check aber das nicht. Oder? Ich weiß es doch nicht. Donny, man muss dich auch loben. Man muss dich auch sehr, sehr, sehr loben. Warum? Das erste Mal, dass ich es bei dir gesehen habe, Florentin kam ja mit Rittern. Und da habe ich einfach sofort gesehen, okay, der baut ein Kloster. Mega. Ja, die haben schon genervt. Also die Mönche haben Kloster, schon gut funktioniert. Ja. Okay. Ja, aber dann hast du halt Masse. Da bist du halt noch sicherer, aber das war ein guter Call und dann konntest du halt, da habe ich auch Mara gezeigt, guck mal, wie leicht es sein kann, 6 Ritter abzuwehren, wenn du 3 bekehrst. Ja, so, total. Und dann hast du eigentlich super viele Mönche. Das Einzige, was fehlte, ist eine Verteidigung für die Mönche. Ja, ich die weiß. Hattest du nicht. Die stehen nur rum. Ansonsten, wie gesagt, war das perfekt bis zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich Florentin mit der Leitkraft kam. Du hättest mit den Mönchen richtig viel Ärger machen können. Ja. Aber war nicht schlecht. Ja, es ist die Schwierigkeit, es ist halt wirklich so, wenn man am Anfang so dumme Sachen macht, die kriegt man nicht abgehackt. Ich habe das ganze Spiel davon, man hat ja auch in den Punkten gesehen, ich war ja auch ganz gut, hätte ich diese, ich weiß nicht, warum ich die zwei Archery Ranges gebaut habe. Ich weiß es nicht. Es war eine völlige Panikhandlung, weil ich, glaube ich, meinen Drush schon so verkackt habe. Weil ich habe halt gesehen, muss auch mal dazu sagen, hier war es auch noch eine scheiß Klippe hier. War voll schwer, da irgendwie überhaupt in deine Base zu kommen. Die sind dann da hingegangen. Ich hatte eine gute Base. Also ich mochte meine Base.
Ich hatte sicheres Gold, sicheres Stein und die Klippen haben mir gut geholfen. Ich konnte sehr entspannt abholen. Aber ganz kurz, kannst du denn, ich kann mir gut vorstellen, dass vieles nicht so lief, wie du es dir vorgestellt hast, aber was war denn dein ursprünglicher Plan? Weil Teuton hat mich schon so ein bisschen, okay, kann ich jetzt nicht ganz einordnen, was da jetzt kommt. Was war der ursprüngliche Plan? Möchte ich an dieser Stelle nicht so gern sagen. Okay, ist kein Problem. Kommt noch. Weil Teuton dachte mir so, okay, defensiv, irgendwie Burgenreichweite, alles so ein bisschen konfus. Und dann ich glaube, langsam habe ich auch echt das Gefühl, ich bin vielleicht auch echt einfach ein bisschen dumm. So. Das glaube ich nicht. Aber ich fand's geil, du hast mich letzten Endes. Dumm nicht. Du hast mich gleichzeitig. Blöd. Drushed, flushed und Tower rushed. Du hast auch Tower gemacht. Ich dachte mir so, ey, jetzt geht's aber los. So. Naja, also, der Tower. Hättest du hier den Stein. Ich wusste nicht, ob du den Stein abbaust. Der hätte dich genervt. Ich hatte ein anderes. Das wusste ich nicht. Ich hatte nicht genug Scouting-Information und. Ach, ich habe keine Ahnung. Leute, ich weiß es nicht. Ja, ich bin müde, immer wieder hier zu sitzen, jeden Freitag und das Gleiche zu sagen. Ich kann es besser, weil wenn ich es nicht zeige, dann kann man es mir halt nicht glauben. Aber Donny, du kannst es zeigen. Gleich kannst du das zeigen. Im nächsten Spiel. Moment, nein, nicht heute. Nicht mehr heute. Im nächsten Spiel, wenn Maroni gegen Marco antritt, dann kannst du mal zeigen, weil ich meine Marco. Marco ist ja kein Gegner. Den wischst du weg. Ich will dich aber schlagen, verdammte Scheiße! Ja, ich kann das Gesicht nicht mehr sehen! Dieses fucking halt mein Gesicht. Und heute ist der auch noch nicht mal eingespielt! Ihr Schweine! Der hat am Anfang Blödsinn gemacht. Ja. Florentin hat auch viel Blödsinn gemacht. Nur Florentin hat dann irgendwann, was ich dir auch vor dem Spiel gesagt habe, irgendwann konnte Florentin sein Spiel durchziehen. Da war ja Castle Age, hatte genug Stein. Ja, ich habe hab ihn ja null angegriffen. Ich konnte ja keinen Counterangriff machen. Ich habe ja nur. Guck mal, Alter, ich habe 5 fucking Kloster oder 4. Ich habe die Mönche geballert wie so ein Idiot. Wenn du dann noch ein paar Pikeniere hast, GG. Aber jetzt mal aus persönlichem Interesse, was habe ich für Blödsinn gemacht? Bitte, du hast. Ey, Alter, du kommst nicht vor Geilzeit mit Pop 25. Da frage ich mich erstmal, was macht denn der jetzt? Flasht der? Oh, er baut einen Stall. Kommt jetzt ein Scout-Rush? Nee, da stand der Stall einfach komplett useless rum. Dann hast du einfach angefangen, ein bisschen zu boomen. Lief dann auch so lala, kam es dann irgendwann, wir gucken mal ganz kurz. Ja, die Schmiede kam mega spät. Wir kommen dann 1947 Ritterzeit. Ich habe aus irgendeinem Grund habe ich mein Holz-Upgrade schon in der Feudalzeit entwickelt. Das war dann der Punkt, wo ich dachte, Moment, irgendwo fehlt Holz. Ja, aber es lag nicht nur daran. Das war halt alles so wirr, weil du hast dich abgewallt, warst eigentlich komplett safe für ein Fast Castle-Bild. Ja. Bist dann aber mit Pop 25 hochgegangen, wo ich mich schon gefragt habe, mal gucken, jetzt kommt was Neues. Nö. Und dann baust du die Burg, dann baust du 2 Ritter und baust dann sofort eine Archery-Range, als du die Plänkler von Florentin gesehen hast, von Donny gesehen hast, obwohl es doch gar nicht notwendig war, weil deine Ritter, 2 Ritter haben doch vollkommen ausgereist. Ja, da war es halt nicht eingespielt, da passiert das. Ey, komm, aber so viel zum Thema, man macht auch kleine Fehler, aber sie wurden nicht bestraft. Ja, deswegen ist es doppelt ärgerlich, weil ich habe das ja gemerkt. Also ich habe ja gesehen, also no offense, aber du hast heute nicht gut gespielt. Das war einfach, das war machbar heute. Ja. Ich sehe ja an den Punkten und wie du dich bewegt hast und so. Es hat die alten Fehler wieder gemacht und so. Hast ja auch echt viele Kongs verloren an die. Du schießt immer mit allen Kongs. Das ist eigentlich so schlecht. Das habe ich halt genutzt so ein bisschen. Zu spät zwar. Ey, hätte ich das geschafft vor dir, hätte ich nicht so einen Scheiß gebaut und mit Scouts. Es gibt, das habe ich beobachtet, es gibt kurz. Bevor man in die Ritterzeit kommt, gibt es diesen interessanten Punkt, wo plötzlich die Felder wieder neu gebaut werden müssen. Mhm. Und wenn du dann noch nicht den Holz für die Schmiede und dann ist es immer so, soll ich jetzt noch sparen für die Schmiede oder soll ich schon die Felder neu säen? Weil nichts ist unangenehmer als dieses abgeerntete Feld, deswegen kam ich deine Brüder. Aber jetzt so gilt es, Reset. Ich gebe jetzt alles, Mann. Ich gebe alles, um meine Ehre zu retten, um einfach auch mal einmal fucking wieder zu zeigen, dass ich dieses Spiel wirklich beherrsche, meine Freunde. Du beherrschst es, Mann. Ich zeige es euch jetzt. Ich zeige es jetzt mit Mara. Mara und ich sind sowieso. Du bist warm, du bist an die Kamera gewöhnt. Wir sind so ein gutes Team. Wir sind Feuer und Flamme. Ich hoffe, Marco macht keinen Blödsinn. Ich werde mal gucken. Ich bin gespannt. Ich werde kommentieren. Gleich nach der Werbung geht's los mit Maroni gegen Marco. Das allererste Mal. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird spannend. Bis gleich. Zurück bei Empires. Hello. Wir hatten winzig kleine, minimale, kleine technische Schwierigkeiten gerade. Und deswegen können wir auch leider nicht das lang erwartete Spiel Maroni gegen Marco durchführen. Es geht leider einfach nicht. Deswegen haben wir jetzt kurzfristig ein anderes Spiel für euch vorbereitet. Und zwar spielen Donny und Marco Moni... Ma- Ma-
Wie heißen die? Ich bin schon Marco. Darko. Darko. Darko ist gut. Na, okay. Darko oder Donny Marco, je nachdem, wie es passt. Gegen zwei Spieler aus der Community, die sich bereit erklärt haben. Werners und Tianchi aus der Westfront. Yes. Es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber Donny, kannst du bitte noch dein Team festlegen? Der kann. Ja, das ist aber in diesem Fall stimmt sogar, ja. Okay. So, spielt ihr alle zufällig oder was habt ihr vorbereitet? Ich würde sagen. Wir spielen Arena oder was? Wir können Arena spielen oder wir spielen auch eine zufällige Landkarte. Also, dass wir keine Wasserkarte haben, ja, sondern eine zufällige Landkarte. Das kann vieles sein. Vielleicht kenne ich die Map, ich kenne wirklich viele von den neuen Maps nicht. Mhm. Deswegen wäre es natürlich ein Glücksfall, wenn wir eine kennen, die ich kenne, die ich kenne. Wir machen einfach mal wirklich random Randomness. Okay. Alles klar. Das wird geil. Das ist mega random. Viel Erfolg, ne? Mach Rocket Beans stolz. Mach die fertig. Rein jetzt. Ja. Tut es, GLAF. Ja, GLAF. Das war das nochmal 98, ne? GLAF. Ah, 99. GLAF. So, dann viel Spaß. GLAF. Quack. Quack. Die Tröte, so Italiener auf. Noch ist die Karte. So, also, wir haben hier eine sehr interessante Melange an Völkern. Oh, dieses Schnee, ich sehe nichts. Skandinavien. Also, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Wir haben hier einmal, hier sieht man es ja gar nicht. Auf die Leute? Wir haben einmal Marco mit den Italienern. Die hat er auch schon mal gespielt, ne? Sehr interessant. Und wir haben die Map Gold Rush. Das heißt, wir haben hier in der Mitte wahnsinnig viel Gold. Mhm. Und ich glaube, du. Nur ein Goldspot in der Base? Ja, auf jeden Fall nicht so viel. Also man muss schon relativ schnell dann auch in die Mitte und da was Schönes abbauen. Gut, das heißt, ist natürlich schlau, wenn man in der Mitte dann noch Gold abbaut, wenn er sonst. Sie werden schnell Aggression sehen. Ja. Wir haben hier bei Werners haben wir die Portugiesen. Mhm. Bei Donny Tianchi spielt die Vietnamesen und Donny spielt die Berber. Die Berber. Wow. Die Berber sind die mit den OP-Kamelen, glaube ich, die Marco auch schon mal gespielt hat oder gerne spielt. Das heißt, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, Gelb und Blau gehören zusammen hier unten und Rot und Grün gehören zusammen. Mhm. Portugiesen mag ich ja sehr gerne tatsächlich, auch nach den Spaniern mein liebstes Volk. Mhm. Sehr interessant zu spielen. Die, das mit den Orgelkanonen? Das waren die mit den Orgelkanonen, ja, und den Fetorias, oh, den, ja, Gebäuden, die passiv Ressourcen generieren. Ja. Und ich fand die auch gar nicht so schlecht. Also ich werden ja immer so schlecht geredet. Ey, ich fand die super, vor allem Ballistik für Schwarzpulvereinheiten ist eine feine Sache, muss man sagen. Ja, ansonsten, man kann jetzt noch nicht so wahnsinnig viel sagen. Hier alles relativ standardmäßig. Hier werden natürlich die Schafe eingesammelt. Ansonsten sehen wir hier ein Gold. Und bis jetzt, die Frage ist, was werden sie spielen? Muss man unbedingt aggressiv spielen auf Gold Rush oder kann man es auch langsam angehen lassen? Also es sind eigentlich schon oft Aggressionen dann relativ schnell in der Mitte, die da stattfinden. Also bei Tianchi bin ich gespannt, der spielt normalerweise immer die Maya, beziehungsweise ist so einer, der auch wie du, der gern Spanier nimmt, nimmt er halt immer gern die Maya und geht voll auf Federfallschützen. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was er macht. Wir sehen hier schon den Zufällig-Volk hat. Ersten Baller hier von Marco. Das ist natürlich interessant. Da kann man kann ja oft an so kleinen Details sehen, wie gut ein Spieler ist. Mhm. Kriegt er, kassiert er einen Schaden? Wie schnell wird es eingelagert? Hier schon ein Treffer. Und jetzt benutzt er das Schaf, um zu blocken. Das ist ja so ein absoluter Profi-Trick, das Schaf jetzt noch zwischen Dorfbewohner und Schwein zu kriegen. Aber hier ist schon der zweite Treffer hier auf die Dorfbewohnerin. Kriegst du der dritte Treffer noch? Dann wird es kritisch. Nee. Nein. Ganz die e-sporthaften, reflexartigen Reaktionen hier von Marco, der hier einquartiert. Könnte ein bisschen schöner liegen, das Schwein. Könnte schöner liegen, aber das hat man ja oft nicht so ganz unter Kontrolle. Ne? Ja. Also das Schwein tut ja oft, was es will, aber hier alles in Ordnung. Marco hier bei 13 Pop gerade, wir gucken, Donny noch bei 12 Pop. Also obwohl am Anfang noch nicht so viel passiert, es schleichen sich dann doch immer wieder Unterschiede ein. Und Donny ist hier auch schon beim ersten Lure. Weil man kann teilweise schon ein bisschen sehen, was vielleicht die Leute vorhaben. Also wenn du 4 auf Holz hast, dann machst du oft dann keinen Scout Rush unbedingt? Also da würde man eher 3 auf Holz machen. Aber hier auch souverän den Börsch. Hier auch haben wir geklappt. Schon ein Haus. Also alles sehr erwartbar und normal. Auch hier der erste Börr. Borleur. Borleur. Das muss man auch mal 100 Mal üben. Borleur. Borleur. Hört sich an wie Französisch, aber Borleur. Borleur. Und hier, oh, wird er Haus sein? Rot ist kurz davor, Haus zu sein. Nein. Ist das ein Haus? Nee, ist eine Mühle. Ist eine Mühle, ja. Oh mein Gott, wir haben hier. Aber jetzt kommt erstmal der Webstuhl. Ich frage mich immer, wie der Nervositätslevel aussieht von so Community-Spielern, die hier das erste Mal vielleicht on camera spielen, die hier vielleicht noch ein bisschen mehr eingeschüchtert sind. Ja, Werners war auch schon mal bei Community-Turnier dabei und hat dann schon mal mitkommentiert und auch selber mitgespielt. Also der kennt das, glaube ich. Tianchi hat einmal gegen Donny on air gespielt.
hat da auch gewonnen, soweit ich weiß. Da durfte er allerdings auch die Maya spielen, also wie er sich's ausgesucht hat. Kann ich ihn klicken, leider, sorry. So, jetzt haben wir auch hier schon. Oh. Marco eingelagert, aber den Scout nicht bekommen. Und er ist jetzt tatsächlich housed. Tianchi. Mhm. Aber der Scout bleibt jetzt hier erstmal stehen. Schon einiges gefunden, hier auch auf dem Weg. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Also natürlich die ersten Rushes würden sich natürlich gut tun. Wie wir schon 100-mal betont haben, bei Age of Empires kommt es immer stark darauf an, wer die Initiative ergreift, wer den anderen in die Defensive drängt. Was blinkt hier oben? Oh, hier. Irgendwas blinkt. Wird schon gekämpft. Hier das Schwein greift Tianchi an, aber auch hier souverän. Und auch hier genau in dem perfekten Moment, wo das erste Schwein aufgezehrt wurde, hat er das zweite Schwein. Oh, das Schwein nimmt nochmal Reis raus. Ah, das liegt unschön. Auch mit dem Baum da so. Ist das schon GG? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber hier, Marco klaut die Schafe. Marco, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Hier würden tatsächlich... Jetzt kommt wieder Markus' Erklärung. Ja, wenn die da so stehen, dann ist das sein Problem. Nein. Also, wir haben schon oft gemerkt, dass wir hier innerhalb der Rage of Empires Belegschaft sehr unterschiedliche Auffassungen von Ehre haben. Gerade Donny ist da einer der Charaktere, aber Marco vor allem natürlich, der sich hier nicht so schade ist, die Schafe zu klauen. Aber Tianchi schafft es vielleicht mit seinem Scout, sie zurückzuklauen. Ah, oh, schade. Ganz knapp, wobei das hätte ich ihm gegönnt. Ja. Die Frage ist natürlich auch, wie merkt man das? Aber jetzt Tianchi nur noch mit einem Schaf. Was macht er hier? Im Scout und jetzt hier. Ach, er geht jetzt auf die Rehe. Er hat gesehen, die Schafe sind weg. Okay, dann nehme ich das, die Rehe. Absolut souverän. Reagiert von Tianchi. Und auch hier der Palisadenwall schließt hier das Gold ein. Das Stein natürlich noch ein bisschen bedroht für Bogenschützen, aber alles souverän. Der erste Wall hier von Tianchi, hier natürlich defensiv werden die Häuser gebaut, aber. Oh. Werners ist jetzt Auch haust? Nee, Tianchi immer noch. Wir haben immer noch die Tianchi an sich, glaube ich. Na, aber oder? Grün ist ja Werners. Also du hast hier noch Tianchi ausgewählt. Ja, bei Werners, der erstmal weiter. Und die ersten Felder. Mhm. Also momentan. Und hier, die drei Schafe der Schar von Marco. Das ist der Marco-Move. Und hier kommt auch der Scout von Donny. Vielleicht gefährlich nah ans TC, aber ich glaube, er wird hier souverän dazwischen durchreiten, einmal Hallo sagen, vielleicht ein bisschen nerven, hier und da kämpfen. Das sind immer so kleine Spielereien, wo man auch mal, das mache ich auch ganz gerne, einfach mit dem Scout, einfach mal raufhauen, dass man ein bisschen abgelenkt ist. Es bringt nicht viel, aber man muss reagieren und manchmal, habe ich auch gerade im Spiel gemacht, habe ich mit zwei Dorfwohnern angegriffen, um den Kampf zu gewinnen. Mhm. Wenn der andere lange nicht reagiert, kann das funktionieren, aber es saugt einem natürlich auch ein bisschen Ressourcen ab. Jetzt hier haben wir den Scout von Werners, der schon sehr angeschlagen ist. Jetzt könnte man mit zwei Dorfbewohnern hier, wenn man reagiert, ihn vielleicht schon so low bringen, dass er nicht mehr weiter scouten will. Aber... Gar nicht mehr will. Nee, gar nicht mehr will. Ist ja manchmal, nicht mehr. Ich bleib jetzt keinen stehen, Bock mehr, einfach. Es ist ja manchmal auch eine Motivationsfrage. Es ist ja ein guter Anführer, muss ja nicht nur gut... Und jetzt hier schnappt er sich die Schafe von Donny. Und jetzt wäre eigentlich der Ehrenzug, sie zu seinem TC zu führen, um ihm zurückzugeben. Nein. Also auch heute ist eine richtige lame Runde. Hier wird mit allen Waffen gekämpft. Die Teams gönnen sich hier gar nichts. Wir gucken mal ganz kurz. Also, Werners hat jetzt hier schon eine Kaserne. Aber auch hier der Palisadenwall ist ihm wichtig. Ist schon auf Gold und ist jetzt auf dem Weg in die Feudalzeit. Wir klicken mal ganz kurz durch. Marco ist kurz vor der Feudalzeit, wird jetzt hier als erster die Feudalzeit erreichen. Ich glaube, Marco war blau, ne? Ich bin gespannt, ob sie quasi erst Donny rausnehmen und dann beide auf Marco gehen oder ob sie beide gleichzeitig angreifen. Aber hier, er hat es mittlerweile auch gemerkt und die Schafe gehen an seinen rechtmäßigen Besitzer, an Donny. Also hier, ah nee, das sind Marcos Schafe? Ja. Marco hat Donny die Schafe gegeben, die er Tianchi geklaut hat. Also das sind ja wirklich hier weltpolitisch komplexe Vorgänge. Und hier wirklich mit aller Energie bauen drei Arbeiter hier ein Stall für Marco. Also er hat hier schon einen Stall, er ist Feudalzeit, prescht schon voraus. Mittlerweile auch Werners in der Feudalzeit angekommen. Sieht das nach Scouts her? Das sieht nach Scouts aus. Da kommen das sie sieht auch nach schon. Scouts aus. Allerdings hier auf der Gegenseite bei Tianchi haben wir schon einen Wall und auch er hat er eine Kaserne, Ah, da kommt die Kaserne. Recht spät natürlich. Mhm. Also hier sind auch noch einige Teile seiner Base offen, auch wenn das hier nicht allzu schwer abzugraden ist. Ich frage mich, ob man hier durchkommt. Könnte sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber jetzt ist natürlich auch immer die Frage, wie viele Scouts produziert man, bevor man angreift? Mhm. Einerseits natürlich... Er hat doch immer noch den, der scoutet. Er hat auch noch den, der scoutet und hat hier noch keine Upgrades, nur das klassische Feudal-Upgrade. Baut jetzt auch gleich eine Schmiede hinterher, will er hier in die Ritterzeit
Oder möchte er erstmal hier in der Feudalzeit möglichst viel Stress machen? Mittlerweile alle in der Feudalzeit, außer Donny, der hier vielleicht ein bisschen Late-Game-orientiertere Strategie spielt. Jetzt erst die Kaserne. Mit 2 auf Gold. Das könnte ein Fast Castle werden. Ist ja natürlich auch nicht verkehrt. Hat sich auch hier die Rehe geschnappt und beginnt jetzt ein Wall. Wir schauen mal, ob hier die klassische Strategie ist. Marco prescht voraus, macht ein bisschen Druck, während Donny hinterher natürlich dann Fast Castle spielt und dann mit bei den Berbern. Was kann man sich da so erhoffen? Na, diese Kamele. Kamelbogenschützen, da braucht man natürlich eine Mühle. Baut er schon Stein ab? Also ich hoffe, dass er das noch weiß, was die Berber so machen. Bin ich mir nicht sicher. Jetzt sehen wir hier den Scout Rush von Marco. Hier haben wir noch 2 Schafe, die mitten im Wald stehen. Scout Rush hier von Marco. Und hier ist immer noch offen, Tianchi. Die Base ist also offen. Der hat schon einen Sperrkämpfer da stehen. Er hat schon einen Sperrkämpfer, also durchaus gut vorbereitet. Die Frage ist, wo kommt er hin? Hier könnte er natürlich an die Bären gehen, aber ansonsten der ist im Patrouillieren, der Sperrkämpfer. Der ist im Patrouillieren, das ist nicht schlecht. 3 Scouts gegen einen Sperrkämpfer. Gar nicht so einfach zu entscheiden, ob man den Kampf nehmen soll oder nicht. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht reinreiten. So. Noch ein bisschen Geplänkel. Währenddessen haben wir hier, wird der Scout angegriffen hier von Donny. Aber ich glaube nichts weiter. Und er hat hier tatsächlich den Rush abgebrochen. Ja. Er hat den Rush abgebrochen und dreht um auf Werners. Schaut der hier allerdings. Werners, der hat sich schon gut eingewallt. Eine sehr solide Wall ist. Also es sieht so aus, als würde der Rush komplett ins Leere laufen. Interessant hier von Werners, der jetzt gerade seine Goldarbeiter abzieht auf Holz. Er scheint hier stark in Holz. Ich glaube, das ist das 2. Feudalzeitgebäude für die Ritterzeit. Nee, er hat beide schon. Ich weiß nicht, warum er hier so energisch auf Holz geht. So, jetzt sehen wir hier noch ein bisschen Manövrierarbeit. Schau mal, wurde schon erscoutet. Ein Loch in der Mauer. So, und jetzt natürlich auch der Scout Rush hier entdeckt. Also Team Westfront gut aufgeklärt hier über die Aggression, die Marco hier vorlegt. Aber jetzt da wollte er, glaube ich, selber rausreiten. Zeit, die Wall. Und jetzt, der erste Scout hatte schon gesehen. Jetzt würde er wahrscheinlich den direkt angreifen, um hier weitere Wall-Versuche zu unterbinden. Und das sieht wirklich schlecht aus. Hier ist, ist es Marco gelungen, den Weg zu finden. Schneidet hier, surrounded hier den arbeitenden Arbeiter und ist jetzt in der Base drin. Die Frage ist, wie viel Schaden kann er tatsächlich anrichten? Hier sind nur die Scouts, ein paar Arbeiter hier von Donny unterwegs. Nicht ganz klar, was hier passieren soll. Ich glaube, da wurde auch ein bisschen harassed. So, und jetzt kommt hier allerdings Quick Wall. Wunderschön. Wunderschön gemacht. Das letzte Teil auch noch. Das kann er. Wow, wunderschön hier von Werners. Da lässt er sich überhaupt nicht zu Schulden kommen. Und jetzt, er geht hier auf den Wall, der gerade gebaut wird. Aber Ritter könnten hier durchaus noch Schaden machen gegen so einen nur halb oder nur viertel gebauten Wall. Mhm. Aber Scouts haben da einfach nicht den nötigen Damage-Output. Und jetzt schaut jetzt ein bisschen, ob er irgendwo noch was findet, wo er rankommt. Mhm. Da beim Gold könnte er vielleicht noch ran. Hier dieser eine oben einsame links. Holzfällerin. Könnte funktionieren, aber auch die? Nein. Man hat sich hier friedlich geeinigt. Sie hört auf zu holzhacken. Sie stellen die Aggressionen ein. Also man ist hier zu diplomatischen Lösungen gekommen. Auch das kann ja manchmal eine Lösung sein. Da, und jetzt geht's aufs Gold. Aber da ist natürlich der Clickball einfach. Ja. Zack. Überhaupt kein Problem hier für Werners. Kein Problem. Oben links noch einmal, Werners. Ich weiß gar nicht, ob man da durchkommt. Leute, da kommt man nicht durch. Nein, kommt man nicht durch. Kommt man nicht durch. Schön gemacht. Also die Aggression läuft hier völlig ins Leere, aber er hat jetzt mit weiteren Scouts nachgezogen und macht sich jetzt auf den langen, mühsamen Weg, sich durch das Haus zu klopfen. Warum greift das Haus an und nicht in den Palisadenwall? Hier hat er mittlerweile einen Scout verloren, ist jetzt auf den Bären und jetzt ist so ein bisschen die Phase, wie viel ist man bereit, hier zu opfern, um zumindest ein bisschen was zu erreichen. Jede Sekunde, die die Arbeiter nicht arbeiten und eingelagert sind, sind natürlich gut, aber ist es dann wirklich wert, dass ein Scout stirbt? Letzten Endes muss er jetzt aber hier auch zu Verzweiflungstaten greifen. Schnappt sich hier noch einen Dorfbewohner, der stirbt. Der wollte gerade Stein bauen. Das könnte natürlich interessant sein. Also, Marco schafft es durchaus gut, hier noch ein bisschen zu stören währenddessen, während Donny sich hier weiter aufbaut. Donny baut jetzt hier auch das Bergarbeiterlager bei Stein. Es könnte also die Strategie für... Hier ist er gerade durchgeritten. Also hier hat er auch noch irgendwo offen. Hier irgendwo ein Loch. Also es könnte die klassische Strategie sein, du machst mal ein bisschen Stress, während ich mich in Ruhe aufbaue und komme dann mit den starken Einheiten. Marco jetzt zieht sich mit angeschlagenen Einheiten wieder zurück. Tianchi hat sich ja auch gut abgewallt und ich glaube, die Aggression wurde hier auch wieder eingestellt. Da haben die beiden Scouts gesehen, das wird nichts. Auch, aber auch keine Upgrades hier von Marco. Stellen sie jetzt einfach an, bald. Keine Upgrades hier von Marco, das finde ich interessant. Aber Marco hat jetzt auch hochgeklickt in die Ritterzeit. Donny als erster in der Ritterzeit gewesen. Die Frage ist, was kommt jetzt? Wir gucken mal ganz kurz auf seine Ressourcen. Ob sich die Burg schon anbaut? Nein.
die Burg. Und hier wurde auch schon ein bisschen gekämpft in Zaut-Aggression. Das haben wir leider verpasst. Aber Donny baut jetzt mit einer einsamen Steinmetzlin ab. Das wird noch eine Weile dauern. Aber er hat auch schon einen. Da hat er schon. Und er hat ein Upgrade. Mhm. Er hat ein Upgrade. Er hat, soweit ich das weiß, noch kein. Doch, ich glaube, er hat sogar Bloodlines, oder? Kann sein. Also ja. Donny jetzt durchaus schon mit dem ersten Ritter hier am Start. Und der zweite kommt. Er könnte jetzt natürlich sozusagen direkt die Aggression übernehmen von Marco, der hier mit den Scouts schon mal den Gegner so ein bisschen zurückdrängt. Mhm. Und dann kommt Donny und nimmt sozusagen den nächsten Level mit Ritter Harass. So, und hier gehen sie auch auf den Wall. Da haben sie aber lange Zeit. Er kann sich hier absolut Zeit lassen, um das Haus zu bauen. Und wird hier nicht allzu viel erreichen. Währenddessen Marco macht das aber gut. Schafft es bei beiden, den Harass aufrechtzuerhalten. Erreicht nicht unendlich viel, aber schafft es, die beiden zurückzudrängen. Mittlerweile ist auch Tianchi in der Ritterzeit angekommen. Baut, edit noch ein zweites TC. Er hat ein TC, auch hier auf Stein. Sehr viel Stein, ja. Könnte auch jetzt die Burg kommen, aber könnte auch erstmal nur Boom sein. Das heißt, mittlerweile alle, außer Werners hier in der Ritterzeit angekommen. Werners ist mittlerweile aber schon auch kurz davor. Also das Wettrennen um die Ritterzeit hat Donny gewonnen, hat jetzt hier auch schon einige Ritter, hat mittlerweile Ritter und Kamelreiter. Wow. Mhm. Aber noch tut er nichts damit. Das ist ja immer so ein bisschen die Krux, wenn man es schafft, eine Zeit früher zu erreichen als der Gegner, dann hat man ein wertvolles Zeitfenster, mhm, in dem man stärkere Einheiten bauen kann als der Gegner, wie die Ritter. Aber man muss sie halt auch einsetzen. Und wenn das nicht passiert, passiert genau das, was wir jetzt sehen. Alle anderen ziehen nach, sind auch in der Ritterzeit und man hat letztlich den Vorteil nicht hundertprozentig ausgenutzt. Ja. Aber keine Bestrebungen, hier mittlerweile das Gold in der Mitte zu nehmen. Vor allem Marco könnte, er sitzt ja neben ihm, man kann ja sagen, hilf mir mal da mit den Rittern oder so. Oder komm auch mit deinen Leuten dahin, es sei denn, ja, er weiß gar nicht, dass Donny da so viele stehen hat. Vielleicht hat er sich auch eher defensiv gebaut. Wir haben ja gesehen, hier gab es ein bisschen Aggression. Mittlerweile hat Donny auch Steinarbeiter wieder abgezogen. Mhm. Das heißt, doch keine Burg hier in Aussicht. Die Frage ist natürlich, was hat Marco vor? Marco hat jetzt hier auch einige Ritter parat und auch schon ein paar Upgrades sich besorgt. 2-2 defensiv hier auf den Rittern, während Donny hier eher auf das aggressive Upgrade gegangen ist. Interessant. Und jetzt Marco. Absolut frech. Ja, absolut. Marco natürlich der Erste, der so gierig ist, um das Gold in der Mitte abzubauen. Das war ja abzusehen. Schickt die Ritter mit. Schickt die Ritter. Während Sicherheit. Team Westfront ihre Dorfzentren eher defensiv baut, auch hier bei Tianchi schon als Zweite vorhanden, baut. Marco ist durchaus aggressiv. Ich glaube, bei Donny haben wir noch kein zweites TC. Er ist hier direkt auf die Ritter gerusht. Mhm. Frage ist nur, wofür? Wofür hat er die alle hier gesammelt? Was hat er vor? Möchte er sie eher zurückhalten, um dann mit einem überraschenden, starken Stoß. Ja, mittlerweile, also die Zeit läuft ihm halt auch so ein bisschen davon. Weil in der Zeit haben halt die anderen auch Zeit, Ritter zu bauen oder was ähnliches. Also wenn er die sofort mal losgeschickt hätte. Aber das TC geht hoch. Da sehe ich kein Problem. Klar, ist sonst auch noch geil, oder? TC geht hoch, aber auch Werners zieht hier nach, baut auch TC. Ich weiß gar nicht, ob die sich schon so entdeckt haben. Also das TC hat Westfront noch nicht gesehen. Und das wiederum andere TC, glaube ich, haben die anderen noch nicht gesehen. Also hier der Scout lauert, aber auch der hat schon bessere Tage gesehen. Also mal gucken, wie es dann aussieht, wenn man sieht, dass man mehr oder weniger vielleicht die gleiche Strategie fährt hier gerade. Aber Marco hat ja durchaus schon eine schlagkräftige Armee, die jetzt auch gewillt ist einzusetzen. Ja. Also es macht vor allen Dingen Sinn, da so ein TC hinzusetzen. Wenn du da einfach ein paar Leute hinstellst und Gold abbaust, dann sind die ja sehr schnell. Ja, das macht total Sinn. Und jetzt entdeckt er auch das TC hier noch nicht ganz fertig. Und die zwei Speerkämpfer stellen sich hier mutig in den Weg, verteidigen die Dorfbewohner, aber das dürfte nicht allzu große Schwierigkeiten sein. Wie geht das hoch? Kannst du mal draufklicken? Das geht hoch. Ich glaube, das geht hoch. Oh, das geht um. Die letzten Hammerschläge sollten es hier tun. Wird fertig, das aber, oh, tatsächlich ein absolutes Blutbad. Wir sind 51 Lebenspunkte davon entfernt und es geht nicht hoch. Kann, aber eigentlich ist es fast besser, dass es nicht hochgegangen ist, weil jetzt kann es noch abgebrochen werden. Und man kriegt einen Teil der Ressourcen zurück. Ja, aber also wenn es fast fertig ist, kriegst du ja kaum was zurück. Du kriegst ja mehr zurück, wenn es quasi gerade erst anfängt zu bauen. Ach, tatsächlich? Das wusste ich nicht. Ich dachte, man kriegt immer einen gewissen. Also wenn du eine Burg ganz am Anfang, sag ich mal, nach 2% wieder abbrichst, dann kriegst du sehr viele Steine zurück. Wenn du die bei 90% abbrichst, dann kriegst du sehr wenig Steine zurück. Interessant. Das wusste ich so nicht. Mittlerweile hat auch Donny seine Kamelreiter geschickt, aber noch nicht. Die stehen auch wieder. Die Reiter noch, die Ritter noch nicht. Die stehen hier bereit. So, das heißt, hier die Stellung gefestigt. Und auch ein TC. Haben sie sich wahrscheinlich abgesprochen lassen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was macht man hier? Man hat hier hauptsächlich Ritter auf der Seite von Rocket Beans. Die Speerkämpfer stehen. Hier wird weiterhin auf die Schießanlage gehackt.
Aber auch die Punkte von Team Westfront sehen nicht allzu gut aus. Also das Boom klappt dann, glaube ich, noch nicht so ganz gut. Muss natürlich auch erst anlaufen. Und jetzt kommt hier die Burg für die Vietnamesen. Mhm. Spezialeinheit. Bogenschützen, die recht viel aushalten im Kampf gegen andere Bogenschützen. Ob das jetzt wirklich die perfekte Lösung ist gegen diese absolute Kavalleriehoheit, die hier vorgebracht wird, ist die Frage. Mittlerweile wird hier das Tor eingerissen. Und das ist natürlich eine absolut schlagkräftige Armee. Und direkt das Steintor dahinter. Die Frage ist, baut sie schneller als die Ritter angreifen? Ja, da nur ein paar angreifen. Aber Marco hackt sich da durch. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt absolut jetzt Ruhe geht er ganz gefragt. Schnell auf Steinwall. Ruhe gefragt. Und jetzt tatsächlich hier mit einem Trick erstmal abgelenkt und jetzt hier zurück. Aber ich glaube, der Steinwall ist zu stark. Der ist zu stark. Da hat wirklich in der letzten Sekunde jetzt Werner's versucht er rechts noch durch den Palisadenwall. Durch den Palisadenwall. Das Kloster steht. Mönch ist noch nicht in der Produktion. Oh, da kommt er auch durch jetzt, wenn er sich beeilt. Könnte zu spät sein. Könnte wirklich zu spät sein, wenn der erste Mönch hier jetzt rausgekommen wird. Marco ist noch nicht entschlossen. Aber von Tianchi auch noch, von Werners noch keine Anstalten, hier der Gefahr zuvorzukommen. Das glaube ich, da kommt er auch durch. Also da auch mit einem +1 Angriff-Upgrade. Da kommen sie durch. Die Frage ist, schafft er noch einen Mönch zumindest rauszukriegen? Ja, einer würde da auch nicht reichen. Nein, einer nicht, aber jetzt ist er drin. Marco ist drin und hat jetzt die Möglichkeit, richtig guten Druck auszuüben auf Werners. Wir schauen mal, wie Werners reagiert. Da sehen wir schon einen Pikinier. Ein oder anderen Pikinier. Nicht wirklich Upgrades, nur ein aggressives Upgrade. Die fallen hier. Aber können hier natürlich ein bisschen Zeit kaufen. Der erste Mönch ist draußen und greift an, bricht seine Bekehrung ab und schafft es nicht mehr ins CT und geht down. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Jeder tote Mönch ist eine Schande. Und jetzt wird eingelagert und ich sehe nicht, was Werners hier noch allzu viele Möglichkeiten hat, hier anzugreifen. Da ist die Burg immer nur von einer gebaut, die wird ewig dauern. Ja. Und auch da weiß Marco jetzt natürlich, was er angreifen muss. Schafft es ja auch, in zwei Richtungen gleichzeitig zu harassen. Macht es Werner also doppelt so schwer. Auch wenn er da noch gequickwalled hätte, dann hätte er noch ein bisschen bauen können. Ah, da werden die... Was passiert da oben bei Tianchi? Aber bei Tianchi schafft es auch. Er hat tatsächlich jetzt diese Bogenschützen gebaut, die Rattan-Schützen. Auch gut upgegradet. Mhm. Zwei defensiv, zwei aggressiv. Aber da ist er in der Woodline auch drin. So, und jetzt kommt der zweite Mönch hier. Reagiert Marco schnell genug darauf anzugreifen? Nein, er könnte den Bekehrungsversuch starten, tut es nicht. Aber er möchte hier bekehren. Natürlich sehr, sehr gute Idee, weil die Ritter einen sehr, sehr langen Weg haben um die Burg außenrum. Mhm. Entscheiden sich jetzt aber hier die Reichweite zu, so weit wegzureiten, dass die Reichweite nicht mehr reicht. Und der Mönch begibt sich jetzt natürlich gefährlich weit vom TC weg, aber... Ja, das hat natürlich jetzt auch mittlerweile eine ordentliche Anzahl an Pikinieren da rumlaufen. Pikinieren, da zwei Mönche, hat auch... Ein bekehrt und jetzt kommt die... Ich weiß nicht, warum er die Kaserne angreift. Jetzt kommt die Armee von Donny. Die Armee von Donny. Das Palisadenstück. Ja. Klopft an der Tür. Auch die Kaserne ist natürlich widerstandsfähig, aber auch die geht langsam drauf. Der Mönch hat jetzt keinen Glauben mehr. Bei 72% kann hier gleich den nächsten Bekehrungsversuch starten. Die Burg muss hoch. Die Burg muss hoch. Hier kommen zwei weitere Dörfer, die bauen. Das schafft er auch. Die sind nicht schnell genug, das abzureißen. Nee, die Kaserne ist hier... Widerstandsfähig genug. Hier stehen zwei Ritter bereit, einige Pikiniere, die Mönche von hinten. Könnte reichen, um hier zu verteidigen, wenn die Burg hochgeht, auf jeden Fall. Schade, sieht denn Donny, dass es dann jetzt die Burg ist? Oh, die Kaserne, das wird sehr, sehr eng, glaube ich, nochmal. Das könnte fast zeitgleich hier passieren, dass die Burg hochgeht und die Kaserne down. Und dann ist die Frage, jetzt kommt hier ein Dorfbewohner zum Reparieren, holt hier noch die nötigen Sekunden raus und jetzt fängt die Burg an zu feuern. Und Donny ist durchgebrochen. Jetzt wird es ein sehr interessanter Kampf. Er rennt direkt in die Gruppe Also da würde ich zurückgehen. Ja, er ist in der Überzahl, aber kämpfen unter Burg ist immer eine ganz, ganz schlechte Idee. Lockt jetzt aber hier die Armeen von Werners raus aus dem schützenden Feuer der Burg. Und da könnte hier vielleicht er so kämpfen. Schnell durchgekonnt. Kämpft hier aber nicht. Mittlerweile hat sich schon einiges aufgehört. Drei TCs, das vierte ist Marco, kein TC. Richtig gierig. Kommt jetzt noch eine Burg dazu? Kommt eine Burg dazu. Also ich glaube, der Goldpunkt ist erstmal... Und jetzt Donny rennt rein. Rennt durch die Burg. Und das hat er gut gemacht. Er hat die Pikiniere so ein bisschen ausmanövriert, dass er nicht direkt da reingelaufen ist, wie es sonst gewesen wäre. Und Donny ist drin, verliert natürlich hier schon ein bisschen was gegen die Burg. Aber letztlich, er kommt rein. Er kommt rein. Und jetzt kann er natürlich hier die Dorfbewohner stark zurückdrängen, die jetzt natürlich ins Dorf zusammen müssen. Aber... Er wird da nicht so viel mitmachen können, weil er so viele Pikiniere hat, der Werners. Er hat das 2-2-Upgrade, also auch die Pfeile nicht so katastrophal hier für die angreifenden Ritter. Mittlerweile hier der erste Vorstoß von Tianchi, der hier allerdings auf die Burg trifft. Sieht jetzt, oh nein, da steht ja schon was. Kommt ein bisschen zu spät zur Party in der Mitte. Da hat er keine Chance. Und die
Einheiten von Donnie hier. Sie leben noch, aber sie wissen nicht ganz genau, wofür. Was haben sie eigentlich jetzt? Was war der Auftrag nochmal? Ich habe keine Ahnung, was war der Plan? Ja, lass uns gegen die kämpfen. Leider, wir gehen alle drauf. Schade. Also, schade, da hätten sie zusammen irgendwie reingemusst. Werner ist hier den Angriff gut abgewehrt. Ja. Die Burg steht und er kann sich wieder erholen. Währenddessen hat auch Tianxin nicht die beste Antwort momentan gegen die Burg. Er baut die eigene Burg, aber solange da noch keine Imperialzeit kommt. Und jetzt Marco auf dem Weg zur Imperialzeit. Marco sehr stark in der Mitte, hat die ganze Mitte quasi für sich beansprucht. Marco hat hier auch wirklich krasse Ressourcen. 1400 Gold. Man legt einfach sein Lager in die Mitte, wo das ganze Gold ist. Bodyschießanlagen wird jetzt hier wahrscheinlich Plänkler noch produzieren, um die Bogenschützen abzugreifen. Bogenschützen natürlich hier, sagen wir mal, rein topologisch gesehen, gute Möglichkeit, haben den Highground, haben die Burg. Also die Burg zu stürmen wird nicht leicht. Aber Marco hat natürlich auch den Vorteil, er greift hier einfach zum Tribok und entwickelt jetzt die Pavese. Das ist, glaube ich, mehr Durchschlagsrüstung für seine Armbrustschützen. Seine Spezialeinheit, soweit ich mich erinnere. Haben wir Tianxi jetzt bei Marco im Lager einfach mal Stress machen? Das sieht so ein bisschen so aus, oder? Könnte natürlich eine gute Möglichkeit sein. Hat hier die Bogenschützen. Und ansonsten, die Burg ist hochgegangen. Und wir gucken mal, ob Tianxi sich auch schon auf dem Weg in die Imperialzeit befindet. Nein. Nee. Marco mittlerweile der Einzige. Und jetzt aber durchaus keine schlechte Idee von Tianxi, jetzt einfach in die Base zu gehen. Mhm. Vor allem, da hinten Marco ist offen, da kann er durch. Hier ist offen, hier ist noch ein Palisadenwall. Da sehe ich schon Spezialeinheiten. Und in der Mitte. Ja, hier baut Ginette. Aber haben die nicht noch diese Armbrustschützen, die Italiener? Haben die hatten auch nicht diese Condottieri? Ganz schlecht. Ja. War das nicht in der Kaserne? Ich weiß gerade nicht. Tianxi bricht den Angriff auf die Base von Marco ab. Bisschen unentschlossen so. Es ist natürlich die Frage. Und jetzt hier die Orgelkanonen! Die Orgelkanonen der Portugiesen greifen hier an. Hier von der ungedeckten Seite. Die Burg kann hier noch nicht direkt angreifen. Und hier geht das TC auch down und es wird repariert. Werners versucht hier um jeden Preis das TC zu halten. Mhm, Frage, ist es das überhaupt wert? An sich vom Angriff her sieht es nicht schlecht aus, nur die Einheitenkomposition ist vielleicht nicht absolut ideal. Wir haben hier die Orgelkanonen, die jetzt endlich mal, komm, schieß. Das erste Mal, ich glaube, in der Geschichte von Rage of Empires schießt. Er hat einen Mönch hier bereit, also durchaus Möglichkeiten, hier zu kämpfen und die Orgelkanonen schießen. Und hier, da geht natürlich viel, also die... Es wird ja immer gesagt, die Orgelkanonen sind nicht so geil, aber manchmal, also vor allem in größerer Anzahl. Ja, hier der Tribok steht von Marco und greift jetzt hier auch an die Orgelkanonen. Haben keinen Highground, aber gegen die Ginette dürften sie durchaus erfolgreich sein. Dürften die hier auch aufräumen. Ja, da kommt wenig Schaden an hier von den Ginettes. Und hier dürfte er aufräumen. Die Frage ist, wie will man die Burg knacken letztendlich? Jetzt hier der große Vorstoß von Tianxi hier mit Pikinieren. Er will den Tribok abräumen. Ja, den kriegt er auch weg. Den dürfte er auch kriegen. Hier nur ein Ginette hier da, um zu verteidigen. Und jetzt der forcierte Angriff von Team Westfront gegen die Burg von Marco. Zwei Rammen rollen hier mit hoher Geschwindigkeit den Berg runter. Er schießt jetzt mit Feuer. Ja, und die Eulkanonen sind da, nehmen langsam aber sicher auch Verluste entgegen. Aber noch halten sie stand. Die vier Durchschlagsrüstung, es tut ihr natürlich Übriges. Und die Burg, ich sehe hier, die Ramme ist, hat es geschafft, hier was an der Burg Donnie zu connecten. Moment? Donnie ist auch in der Mitte mit einem TC, Donnie ist hier TC, aber ansonsten nicht viel. Die eine Ramme schaut sich das eher mal von oben an. Die zweite Ramme, zwei Rammen mittlerweile an der Burg. Die Burg hat schon 1000 HP verloren, aber noch nicht genug. Aber mittlerweile, die Einheiten der Westfront können hier relativ ungestört laufen. Das TC wird auch angegriffen. Hier können ein bisschen Friendly Fire stattfinden. Hier gehen ein bisschen Schaden hier direkt auf die Bogenschützen. Das ist immer so der Nachteil von Ungarn oder Mangen. Da ist die Koordination nicht perfekt und auch die Orgelkanonen hier schießen hier. Ich weiß nicht, ob die auch Friendly Fire erzeugen können. Und jetzt die Burg fängt Flammen. Hier die genuesischen Armbrustschützen sehen sich hier einer Übermacht gegenüber. Und der Tribok versucht noch zu fliehen. Er rennt weg, er gibt Gas, legt einen Gang ein und war los. Warum er da noch einen Tribok raus hat. Oder vielleicht war der einquartiert. Achso, die Rammen standen auch noch dran. Ja. Mittlerweile hier einiges an Rammen. Die Frage ist, wo ist Donnie? Wo ist Donnies Armee? Wie kann er jetzt den Rückhalt schaffen? Da kommt eine Bange von Donnie angerollt. Ansonsten, hier steht auch die Burg mittlerweile. Er hat noch ein paar Kamelbogenschützen, die genervt wurden. Und diese eine Mange sollte nicht reichen. Hier darf Team Westfront, glaube ich, die Goldfelder wieder beanspruchen. Und
Marco hier langsam zurückdrängen. Hier kommt noch eine Burg von Donny. Man zieht sich hier schon auf die zweite Verteidigungslinie zurück. Hat, ja, glaube ich, die TCs ein bisschen aufgegeben. Dass die Siege zu halten wird, ist auch unmöglich. Das wird unmöglich. Hat man hier schon aufgegeben? Hat Marco in seiner Base noch irgendwas an Einheiten? So, Donny schafft es jetzt hier einen guten Schuss abzugeben, tötet einen Bogenschützen, aber mehr nicht. So, jetzt kommen die Konnotiere hier von Marco, von den Italienern. Haben nicht allzu gute Rüstung, aber... Ja, Einzelne da reinzuschicken ist natürlich... So, was ist die Idee? Jetzt haben wir die klassische Gotentaktik, glaube ich. Ganz viele Kasernen hier, die alle Condottieri rausballern. Die Frage ist, wie sinnvoll ist das gegen die Bogenschützen? So, jetzt die Burg hier von Donny. Ich weiß gar nicht, ob sie schon gesehen wird von den beiden Angreifern hier. Nein, sehen sie nicht. Das heißt, hier könnte man vielleicht die Verteidigung noch ein bisschen verlagern und noch einen neuen Versuch starten, hier wieder das Goldfeld zurückzugewinnen. Ja, sieht so aus, als würde die hochgehen. Ja, die dürfte hochgehen, aber natürlich gegen diese Übermacht an Rammen. Das sind jetzt sehr viele Rammen, ja. Der zweite Mangel tröpfelt ein von Donny, schafft es, 2-3 Schüsse abzugeben und geht dann auch kaputt. Jetzt die Kamelbogenschützen gegen die Pikiniere. Das kann natürlich ein mikrointensiver Kampf hier werden. Man könnte die Pikiniere kiten, aber in dieser geringen Anzahl ist das nicht nötig. Die werden hier aufgeräumt. Währenddessen rollen die Rammen weiter und räumen hier schon langsam das letzte TC auf von Marco. Marco hat offiziell das Goldfeld verloren, schafft es hier aber mit einem großen Gegenangriff. Oh, wirklich? Tianchi in den Rücken zu fallen und räumt hier seine Base auf. Das haben wir leider ein bisschen verpasst, glaube ich. Ich habe mich schon gefragt, wo die ganzen Konnotiere hingehen. Aber er geht hier in die Base und räumt jetzt von hinten auf. Sehr, sehr gute Idee. Das Goldfeld sozusagen als Köder wurde hier indirekt genau benutzt, weil Tianchi seine ganze Armee quasi da vorne hatte oder in seine Richtung geschickt hat. Und das ist die Situation, die jeder Age of Empires Spieler hasst. Ja. Man hat diesen Scheiß in der Base. Man hört es zwar die ganze Zeit bimmeln, aber man denkt, es ist irgendwas in der Mitte, und in echt waren sie in deiner Base einfach. Man hat es auch nicht mehr mit einem dicken Block Armee zu tun, sondern mit kleinen Einzelleuten, die rumgehen, und auch hier die Triebwerke. Hier wird... Oh, das sieht jetzt schlecht aus für Tianchi. ...die Base von Tianchi aufgeräumt. Und die Frage ist, was sind jetzt die Goldfelder wert, wenn die eigene Base weg ist? Wenn die eigene Economy weg ist. Und man muss ja bedenken, Marco hat ja ewig lange auch schon in der Mitte gesessen und hat da Gold abgebaut, wie ein Blöder. Und hier kommen auch noch, und jetzt auch die Burg hier kaputt von Donny. Die Dorfbewohner reparieren hier um ihr Leben und hier ein kleines Scharmützel ist entbrannt. Aber Westfront hat hier auch noch keine TCs nachgebaut. Also sie wollen... Doch, tatsächlich, jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Hier kommen einige TCs. Aber die Condottieri, oh, da wird richtig schön geknuspert hier in der Base. Jetzt und zieht er auch die Armee zurück, um da so ein bisschen Die Bogenschützen kommen an und glaube ich, können hier schon ein bisschen was aufräumen, aber der Schaden ist natürlich enorm. Immens, ja. Auch die Helebardiere mittlerweile geupgradet. In der Ritterzeit, in der Imperialzeit momentan. Da hat er schon richtig Schaden machen können. Richtig Schaden angerichtet, und jetzt die Helebardiere auch nicht die perfekte Einheit, um gegen die Condottieri zu kämpfen. Aber ich glaube, die können auf jeden Fall langfristig ihre Base wieder gewinnen. Ja, Tianchi aus seiner Base vertrieben, Marco aus dem Goldfeld vertrieben. Aber jetzt ist die Zeit von Donny angebrochen. Wenn sich zwei streiten, freut sich Donny, der jetzt auch seinen TC wieder aufgebaut hat. Und jetzt mit seinen Kamelbogenschützen vorgeht gegen die Orgelkanonen. Hier greift man zu Bergarbeiterlagern, wenn die TCs ein bisschen teuer sind. Donny hat keinen Stein. Werner ist auch die ganze Zeit, der so grün. Werner hat hier gerade ein paar, aber jetzt natürlich interessiert es mich natürlich persönlich, ob hier eine Fettoria gebaut wurde von den Portugiesen, von den grünen Portugiesen. Noch nicht. Nein, noch nicht. Schade, schade. Ist jetzt auch in der Imperialzeit. Jetzt kann er Fettorias bauen. Mhm. Aber momentan beschränkt er sich noch auf die gute, althergebrachte Methode, Ressourcen zu sammeln. Dorfbewohner, eine ganze Menge. Und jetzt entwickelt sich hier fast ein semi-friedliches Zusammenleben hier, würde ich fast sagen. Zwischen den Elite-Kamelbogenschützen der Portugiesen, die wurden bekehrt. Und die jetzt langsam hier Donny pflücken. Mittlerweile, Marco konnte Marco nicht wirklich vertrieben werden aus der Burg und macht jetzt hier richtig Druck. Die Rattanbogenschützen rennen hin und her und versuchen, ein Feuer nach dem anderen zu löschen. Aber Marco hat hier unendlich viele verschiedene Angriffswege. Hier stehen zwei weitere Triebwerke bereit. Und das wird auf jeden Fall mehr kosten. Oh, eine Infanterie an Bogenschützen dran ist natürlich immer sehr schlecht für die Bogenschützen. Immer ganz schlecht. Die Rattan-Bogenschützen, man sieht hier 8 Fernkampfrüstung. Das ist enorm, aber nur 2 Nahkampfrüstung. Das heißt, die Condottieri
kriegen selbst relativ viel Schaden, aber machen auch viel Schaden. Das heißt, wenn die hier aneinander geraten, ist es ekelhaft. Jetzt reagiert Werners mit der klassischen Infanterie-Line, die ja, glaube ich, nicht so schlecht ist gegen die Konnotierung. Mhm. Ähnlicher Counter wie auch die Huskale und Eagles. Eigentlich Infanterie ist so eine klassische Einheit, die braucht man nur, wenn man es unbedingt braucht. Die baut man nicht freiwillig, die baut man nur, wenn man dazu gezwungen wird. Und dann auch nur ungern. Niemand baut gerne Infanterie. Okay, dann weiß ich ja, was ich gegen dich spiele. Inkas. Ja. Es sieht aber so aus, als konnte Marco jetzt mit verbündeten Kräften hier einigermaßen aus der Base von Tianchi vertrieben werden. Wir gucken mal ganz kurz auf die Pop von Tianchi. 70. Oh, was passiert hier unten? Hier unten. Was war, glaube ich, ein friedliches Zusammenleben mit einem Reh. Währenddessen gehen... Nichts. Hier die Kampfhandlungen wurden weitestgehend eingestellt. Ja. Donny wurde hier gewehrt, hier einiges abzubauen. Hat jetzt auch einerseits Ram. Viele Rammen. Und jetzt der Kampf geht hier weiter. An der Front zwischen Tianchi und Marco, die hier weiter Stress machen. Und Marco nervt und nervt, nervt und nervt hier mit seinem Triebwerk ständig. Und in der Zwischenzeit wird hier allerdings an Gold abgebaut. Mir schon eine Fetoria. Ja, Tianchi hat Glück, dass er das TC da in der Mitte hat, weil ihm so viele Dorfbewohner im Lager gekickt wurden, kann er wenigstens da ein bisschen wieder neue raushauen. Wir schauen mal ganz kurz einen Pop-Vergleich. Tianchi hier mit 77 hat hier enorme Verluste erlitten, Werners mit 160, mehr als doppelt so viel Population, und Marco mit 120, Donny hat 90. Also Werners hier durchaus mit einer beeindruckenden Armee. Obwohl, ich weiß gar nicht, Ami, sind da nicht auch viele Dorfbewohner dabei? Ja, ich glaube, es ist mit Dorfbewohnern. Hauptsächlich Dorfbewohner. Also noch kein Bedarf hier für Fetoria. Marco schwimmt auch ein bisschen in Ressourcen, wenn ich so sehe, wie viel Holz und... also er könnte eigentlich richtig spammen. Da sehen wir es auch schon. Pikiniere, sehr viele. Ja, ein etwas ungünstiger Kampf, Pikiniere gegen Pikiniere und natürlich hier mit den Zweihand-Schwertkämpfern. Ja, das sind schon Hellebardiere von Rot, oder? Ja. Kannst du mal auf Rot gehen? Ja, das sind schon Hellebardiere. Man sieht hier, das ist ein bisschen improvisiert, da sind die Upgrades noch nicht ganz da bei den Zweihand-Schwertkämpfern. Aber das muss sein. Marco wird jetzt hier richtig frech, will jetzt wirklich langfristig hier einziehen in der Base von Tianchi, baut den Stall und schwingt jetzt so ein bisschen um auf leichte Kavallerie. Um hier vorzugehen gegen die Infanterie von Werners. Ich weiß nicht ganz, was sein Gedankengang ist. Da kann ich natürlich Marco nicht ganz in den Kopf schauen. Da ist er. Da, was Marco denkt und treibt, das weiß niemand. Aber die Base ist hart umkämpft, aber sehr eklig hier für Tianchi, der gerade so ein bisschen hin und her gerissen ist. Wo seine Base baut sich hier so eine Mittelbase auf gerade, hat hier in der Mitte so bei dem ganzen Gold in der Base. Und jetzt Donny wagt einen erneuten Vorstoß. Er hat keinen Bock mehr auf friedliches Zusammenleben. Er möchte jetzt für sein Team die Goldfelder zurückgewinnen und baut hier die Burg. Und die das ist natürlich schlecht für Tianchi. Das ist richtig schlecht für Tianchi. Und Marco jetzt hier mit der schnellen Kavallerie, mit der Transition, mit der spontan schlagartigen Umkehrung auf leichte Kavallerie. Was soll man jetzt machen? Wie soll man hier reagieren? Die Hellebardiere werden abgezogen von Tianchi. Ich glaube, er hat seine Base aufgegeben. Kriegt er die Burg hoch in der Mitte? Ich glaube, Tianchi hat seine Burg, seine Base aufgegeben. Und jetzt hier, die Burg von Donny geht, hoch, direkt in der Reichweite hier schon der Einheiten. Und Donny schafft es jetzt hier wirklich mit Burgunterstützung und den Kamelbogenschützen hier tatsächlich einiges aufzureiben. Mhm. Und ich glaube, hier könnte sich ein langsamer, aber entschlossener Siegeszug von Donny anbahnen, der hier langsam die Goldfelder wieder zurück erobern möchte. Hier mit 5 Rammen greift jetzt das TC an. Wir sehen hier, Marco hat sich hier eingenistet und ich glaube, die Base ist einfach verloren. Ja. Ich glaube, die Base von Tianchi ist verloren. Er hat jetzt so einen Zwischenweg gewählt, aber hier die plündernden und raubenden leichten Kavallerieeinheiten hier, die gnadenlos Tianchi nerven, ihn keine Ruhe lassen und jetzt auch seine zweite Base gefunden, also seine dritte Base fast schon, muss man fast sagen. Hier gefunden haben und auch nerven hier und er muss wieder einlagern und kriegt in der Zeit keine Ressourcen. Und bei Tianchi sieht es eh nicht so gut aus. Das mangelt das Holz, Gold, wahnsinnig viel. Da ist die Eco natürlich aus dem Gleichgewicht gebracht. Er läuft jetzt natürlich mit den Hellebardieren in die Kavallerie ein. Die kriegt er natürlich dann weg. Aber der Schaden ist angerichtet. Ja. Der Schaden also ist absolut angerichtet.
Der Marco baut diese Einheiten ja nicht, um den Kampf zu gewinnen, sondern um zu nerven und zu nerven, um die Eco aus dem Gleichgewicht zu bringen. Oft ist es ja tatsächlich gar nicht der Faktor, dass so viele Dorfwohner sterben, sondern dass auch die Balance der Eco leidet. Mhm. Dass man es plötzlich nicht mehr hinkriegt, die Balance hinzukriegen. Wenn man den Überblick verliert, dann hat man wahnsinnig viel Gold plötzlich und währenddessen nervt Donny in der Mitte. Und das sieht gut aus, würde ich sagen, hier für Team Rocket Beans. Die Goldfelder werden hier von Donny langsam aber sicher erobert, während Marco... Die Ramböcke sind auch schon weiterentwickelt, oder? Das sind schon Sturmböcke. Sturmböcke, ja. Sturmböcke, sehr gut. Also, und hier so auch eine Walze an Sturmböcken erstmal so in Fahrt ist. Keine Antwort hier. Die Helebardiere warten noch auf ihren Einsatz, aber das TC sollte fallen. Das ist zu viel Schaden. Jetzt kommen hier die Mönche und die Helebardiere. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die Sturmböcke verliert. Mhm. Könnt ihr natürlich zu einem interessanten Kampf kommen. Und hier wird sofort das nächste Dorf so nachgebaut. Also hier Team Westfront überhaupt nicht dazu bereit, die Goldfelder aufzugeben. Jetzt kommt es hier zu einem Scharmützel und auch hier die Triebwerke. Hier werden die Einheiten reingeworfen, um mit letzter Kraft irgendwie diese Goldfelder zu halten. Marco ist auch da wieder am Start, hat so seine Pikiniere. Marco ist am Start und hier die Kamelbogenschützen von Donny. Hier wird Micro betrieben, wunderschön hier von Donny. Sehr schön. Wie er hier die Helebardiere auf Abstand hält und hier auf dem Hang. Er nutzt sogar High Ground, macht hier mehr Schaden noch. Und das schafft er hier wirklich, das Größte rauszuholen aus seinen Kamelen. Allerdings fallen sie hier auch langsam, aber sicher da kann man dann auch nichts machen. Das Dorfzentrum hier geht hoch, aber Donny klopft sofort wieder an die Tür mit seinem Sturmbock und lässt hier keine Ruhe. Es ist ein harter Kampf, der hier entbrennt um die Goldfelder, aber auch der Highground. Hier kommen wieder Einheiten von Tianchi, der mittlerweile eine neue Heimat sucht oder so ein bisschen zu seiner alten Heimat zurückkehren möchte. Was ich mir auch vorstellen kann, warum Werners jetzt gerade so verhältnismäßig wenig macht, dass er Tianchi unterstützt mit Ressourcen, weil ich frage mich die ganze Zeit, wo Tianchi da die ganzen Einheiten herbekommt. Es kann natürlich sein, dass er ihn gerade mega slingt. Das kann gut sein. Und hier ein zweiter Wall hier auch schon aus Häusern. Und ja, die Base da. Ansonsten könnte TNG ja gar nichts mehr machen. Marco mittlerweile, was er will. Auch hier Marco ist mittlerweile wieder angekommen, schlüpft in die alten Schuhe seiner Gold-Base. Und ja, der zweite Wechsel des Goldfelds. Erst für Team Rocket Beans, dann für Team Westfront. Jetzt scheinen wieder Team Rocket Beans in der Kontrolle zu sein. Aber hier einige Triebwerke wollen hier natürlich die Burg angreifen, das Zentrum der Macht von Donny. Wenn sie fällt, dann sind nur die schwachen TCs übrig. Aber Marco unterstützt hier und räumt mit seinen Pikinieren einiges auf. Auch super Countereinheit von Werners. Aber jeder Tribok tut so weh. Ja. Also ein Pikinier kostet so wenig im Gegensatz zu einem so teuren Tribok. Da handelt Marco super viel aus. Burg ist schon gefallen. Von daher jetzt natürlich die Möglichkeit für Team Westfront, das Ganze nochmal zu drehen. Die Kamelbogenschützen von Donny müssen hier weglaufen und erleiden langsam Verluste. Auch hier das Micro wieder von Donny. Fantastisch, schafft es hier, den einen oder anderen rauszupicken. Hier mittlerweile, Marco greift weiter an. Marco greift weiter an und will jetzt hier auch die Base aufräumen und lässt Tianchi keine Chance. Mittlerweile, ja, es hat sich hier fast so eine Todeszone entwickelt zwischen den beiden Fronten. Hier wird sehr intensiv gekämpft und wirklich, man gibt sich hier gar nichts. Man gibt sich hier überhaupt nichts. Extrem ausgeglichen, ja, wenn man sich die Punkte mal anschaut. Nicht mal 1000 Punkte Abstand hier zwischen den Teamwertungen der beiden. Also es ist spannend. Kleine Frage an mich. Baut der Fertorias, der Portugiese, Werners? Nein. Nee. Tut er nicht. Der Kampf verlagert sich jetzt so ein bisschen. Anscheinend will man hier die Base von Tianchi nicht aufgeben. Und auch Werners zieht hier einige seiner Truppen zu seinem Verbündeten, um hier erstmal aufzuräumen. Momentan ein kleines Machtvakuum hier bei den Goldfeldern. Hier Team Westfront räumt so ein bisschen auf. Das nächste TC abgeräumt. Aber ohne viel Unterstützung. Ohne viel Unterstützung. Die Frage ist, wo sind Donnys Einheiten? Wo sind Donnys Einheiten? Ich glaube, der ist hier. Wird hier auch angegriffen von Werners. Also Werners versucht hier einerseits natürlich Tianchi zu helfen und Marco aus seiner Base zu vertreiben, gleichzeitig bei Donny so ein bisschen, und es scheint zu funktionieren. Er ist Donny in die Flanke gefallen, Donny musste sich zurückziehen und er jetzt kann Westfront wieder übernehmen. Dorfzentrum geht hoch. Vor allem anstelle von Team Westfront würde ich jetzt mal bei Donny richtig einfach einmal durch die Wall durch und sein Lager raiden und dann sieht es sehr schlecht aus. Und hier auch mit 12 HP steht noch auf sehr, sehr dünnen Beinen das TC von Marco und ja, fällt jetzt auch. Fällt auch. Und ich würde sagen, es ist offiziell Goldfelder in der Hand von Westfront. Hier die paar letzten. Hier läuft man eigentlich Risiko, dass es irgendwann hier zu Ende ist? Noch nicht. Ne? Also da sind noch richtig viele. Und hier die Felder werden beschossen. Da wird auf Salat geschossen, kein Problem.
Was bauen die hier eigentlich an? Ist das Salat eigentlich? Oder sind das so Rüben oder so? Ich bin mir immer nicht genau sicher, was hier angebaut wird überhaupt. Salat, irgendwas. Karotten. So, Donny erwidert hier den Flankenangriff und greift seinerseits hier Werners Base an und schafft es hier auch ein bisschen Ärger zu verbreiten. Schießt hier den Berg hoch. Das gibt eine Muskelkarte morgen hier. Das ist ganz interessant, dass wir diesmal sehr viel im Late Game haben, ne? Weil sonst ist es oft auch schon vorher zu Ende. Apropos Late Game. Die Handelsstraße hier, sehr effizient gebaut. 116 Gold bekommt hier Marco, wenn er sich hier an den Marktplatz stellt. Und 112 Gold für den. Das ist auch ein ewiges Mysterium, wie dieser Goldpreis berechnet wird. Aber hier die Handelsstraße, sehr sicher. Und die anderen beiden haben keine aufgebaut, oder? Sehr verlässlich. Na, wie denn? Hier ist überall Marco. Team Rocket Beans hat mittlerweile die gesamte linke Hälfte der Map für sich beansprucht. Die marodierenden Einheiten hier von Donny werden auch aufgeräumt. Und jetzt ein enormer Angriff hier, ein Trash-Angriff von Marco, der hier einfach mal reinreitet und einfach mal nerven will, mal gucken, was funktioniert. Aber hier, die Hellebardiere hier von Werners räumen ganz gut auf. Aber auch hier fallen wieder ein paar Dorfbewohner. Ne? Mit jeder Trashwelle fallen ein paar Dorfbewohner. Man muss wieder gucken, gerade bei den Feldern ist es so nervig. Man sieht nicht, auf welchem Feld muss jetzt noch einer sein. Und da hier haben wir jetzt Abelesken. Abelesken-Schützen hier. Und hier wird auch dem Trash hinterhergelaufen. Aber ich glaube, die Strategie von Rocket Beans ist klar. Nerven, nerven, nerven. Und währenddessen langsam wieder die Goldfelder zurückholen hier. Donny mobilisiert hier seine Armee. Hier steht einiges bereit. Hier die Sturmböcke und die Elite-Kamelbogenschützen mittlerweile. Mhm. Durchaus schlagkräftige Armee. Jetzt hier Belagerung gegen Belagerung. Stahl auf Holz. Das sind einfach ein paar Schläge. Und das ist sogar sehr viel Schaden hier. Und hier wieder ein Vorstoß von Team Rocket Beans auf die Goldfelder. Es wird also da interessant. Da sind wir jetzt Kanoniere. Leichte Kanoniere von Marco. Und jetzt der weitere Vorstoß. Die Kombi von den Kamelen und Kanonieren ist natürlich auch schön. Und das, glaube ich, das war sehr gut koordiniert hier. Erstmal die gesamte Armee mit einem Trash-Angriff hier in Tianchis Base gezogen, um jetzt die Goldfelder anzugreifen. Mhm. Also man erwischt hier wirklich Team Westfront auf dem falschen Fuß und kann jetzt schon mal ausräumen. Das will man natürlich gar nicht, dass hier so einzelne Leute reintröpfeln, die dann so schön abgeknuspert werden können. Und ich glaube, es kann sich hier wieder ein Machtwechsel anbahnen. Team Rocket Beans nutzt die Gunst der Stunde, nutzt die Abwesenheit der Armeen, die jetzt langsam zurückgekrochen kommt. Auch viel Infanterie, sehr langsam. Und jetzt forciert Team Westfront alles, was sie noch haben. Haben wir da schon Paladine? Sind das schon Paladine? Das sind noch Chevaliere. Oh, ich kann die immer so schlecht auseinanderhalten. Ja, ein mutiger Sturmbock prescht hier vor. Die Frage ist, mit wie viel Widerstand rechnet man hier von Team Rocket Beans? Ich befürchte, dass es hier durchaus zu einem harten Kampf kommt. Also das geben Team Westfront nicht einfach so her, sondern da muss sich jeder Zentimeter hier erkauft werden. Und jetzt die Armeen prallen aufeinander. Hier Hellebardiere und Arbalestenschützen, Bogenschützen, imperiale Plänkler hier. Gute Komposition von allem, was dabei kämpft hier. Sieht sehr gut für die Westfront aus gerade. Ja, die Kanoniere, viel Schaden, aber wenn die so direkt angegriffen werden, hier von Trash-Einheiten, die fast nichts kosten, dann fallen die natürlich auch schnell. Hier mittlerweile der Kampf, hier die schwer gerüstete Kavallerie gegen die Bogenschützen. Das sind auch nicht die besten Kämpfe, die man hier nehmen kann für Team Rocket Beans. Und Team Westfront scheint hier die guten Kämpfe zu nehmen und die richtige Einheitenkomposition zu haben. Er streut ein paar Orgelkanonen mit rein, ein paar Hellebardiere sind dabei, ein bisschen Infanterie ist dabei. Und da waren die Sturmböcke vielleicht ein bisschen gierig. An Belagerung ist hier noch nicht zu denken. Erstmal muss die Schlacht gewonnen werden, lieber Donny. Und das ist noch nicht der Fall. Und jetzt direkt wieder. Also das ist ein wahres Pendelspiel, das wir hier sehen. Unglaublich zäh umkämpft. Aber währenddessen auch immer wieder der marodierende Marco, der es hier Tianchi keine ruhige Sekunde lässt, der immer wieder nachhelfen muss, immer wieder stückchenweise zurückziehen. Und das ist so eine schwere Entscheidung. Wenn du gerade kämpfst und deine Base wird angegriffen, wie viel ziehe ich zurück? Ja. Natürlich so wenig, wie es geht, aber man will seine Base nicht verlieren. Und dann zieht man im Zweifelsfall noch zu viel zurück und dann nutzen die anderen das wieder aus und kämpfen hier. Und jetzt natürlich die Möglichkeit, eine ähnliche Strategie zu fahren. Also ein Flankenangriff auf Donny. Er hat hier natürlich die Burg hier gut gebaut, er ist relativ gut geschützt, aber die Möglichkeit ist nah, aber gar nicht nötig, weil Westfront schafft es jetzt hier, die Goldfelder wieder für sich zu gewinnen. Und hier die Orgelkanonen gegen die Kanoniere. Die habe ich auch erschossen. Ja.
Und die Westfront räumt hier auch natürlich auch immer ganz ätzend, hier Belagerungseinheiten zu verlieren. Die sind teuer. Repariert noch so immer ein bisschen. Und teuer, ah gut, aber dann doch. Kennt man sich hier. Jetzt kommt von Donny die Husare. Auch er versucht sich an einer Transition. Schwingt jetzt um auf Kavallerie. Noch nicht ganz upgraded. In der Imperialzeit erwartet man jetzt auch mittlerweile, dass hier wirklich gut upgraded wurde. Und schafft es jetzt hier die Sturmwerke. Jetzt sind wir punktemäßig zum ersten Mal, dass Team Westfront oben steht. Wow. Wow. Aber auch Marco gibt das hier nicht auf. Nee. Gibt das hier nicht auf. Aber natürlich auch die Armee von Tianchi mittlerweile bisschen dezimiert. So wahnsinnig viel ist da nicht mehr da, aber es reicht. Es reicht momentan noch. Hier die Kavallerie von Donny wird hier im Pfeilhagel fallen. Da kommt, glaube ich, kaum jemand mehr wirklich an. Und da kann man auch entspannt kämpfen. Die imperialen Plänke natürlich der Vietnamesen. Gut, und ja, die Base ist ohnehin aufgegeben. Hier werden noch Patrouille-reitende Husare reiten hier durch und gucken, dass hier Tianchi nicht versucht, sich mal zurückzugehen. Ziemlich oft Haus. Wahrscheinlich hat er da keine Zeit mehr für. Und hier entsteht so wirklich so ein schwelender Krieg, so eine konstante Aggression hier zwischen Tianchi und Marco. Mal mehr, mal weniger. Und jetzt die Belagerungskanonen hier von Marco, vom Highground. Aber auch bitter, ohne Unterstützung, bringen die natürlich nicht so wahnsinnig viel. Und hier fallen die, das sind alles 200 Gold. Schade. Das sind jedes Mal 200 Gold. Das ist natürlich bitter. Bitter, bitter, bitter. Aber natürlich hier mit den Husaren wird unterstützt. Und na gut, jetzt haben sie die Unterstützung, die sie brauchen, und treiben die Armee von Tianchi in die Flucht. Aber die Burg steht, natürlich gefundenes Fressen für die Kanoniere, die hier mit guter Aussicht vom Hang hier natürlich schön ballern. Aber hier die eine Flanke wird zum Flankenangriff und immer wieder wickelt man sich hier umeinander rum. Keine Beschützer von den Belagerungskanonen. Aber jetzt, hier jetzt mit High Ground. Und das ist immer das, was niemand sehen will. Billiger Trash macht richtig teure Belagerungseinheiten kaputt mit High Ground Support. Und auch hier werden die abgeräumt. Das ist alles teuer. Das ist alles teuer. Obwohl der Kampf nicht so ganz klar entschieden ist. Natürlich auch hier die leichten Kanoniere machen guten Schaden gegen Infanterie. Und hier versucht er noch wegzurennen. Gibt seine Kanone nicht auf. Bis zum Tod hängt er dran. Mittlerweile greift hier auch Donny an, rennt hier in die Helibardiere rein, verliert viel. Aber es geht es eigentlich eher darum, die Belagerungskanonen zu sichern. Und hier als letzter greift er noch an, hier stochert hier noch rum und versucht, ein letzter Schuss wird hier aus Dose abgegeben, aber er darf leben, er lebt und er schafft es, er schafft es. Oh, krass. Echt nicht schaffen. Mit Belagerungskanonen und Kanonieren, also geht halt voll auf Schießpulvereinheiten. Und der marodierende... Und noch ein bisschen Leichtigkeit. Der marodierende Marco macht hier keine Pause. Er macht hier wirklich Überstunden und ist konstant bei Tianchi in der Base. Und... Warnt sich hier der nächste Machtwechsel an hier bei den Goldfeldern? Ich möchte es ja kaum prophezeien, aber es sieht fast so aus. Und die Handelslinie natürlich, das ist natürlich ein Augenschmaus. Oh, jetzt ist Werners in der Linie drin. In der Linie drin. Hat jetzt auch Paladine, oder? Nein, das sind immer noch Stäbe. Oh Mann, nee, das gibt's nicht. Die Paladine, die haben hier so große Federn auf dem Kopf und die sind ganz golden. Und die Elite-Kamelbogenschützen versuchen jetzt hier die Handelsroute zu bewahren, die Seidenstraße, die aufgebaut wurde hier von Team Rocket Beans. Aber die sind auch flink, ne? Also die fahren, die sind ja auch scheißegal, dass hier gekämpft wird. Die ballern weiter. Die sind sogar, glaube ich, schneller als Chevaliere. Also, die sind wirklich schneller, ja. So, Marco weiter. Der Kampf, die hochtechnologisierte hier Armee hier von Marco mit leichten Kanonieren kämpft er. Und Donny ist auch dabei und schafft es natürlich wieder Focusfire, ein Helibardier nach dem anderen zu töten. Tianchi auch schwimmt in Nahrung. Und wo hat er die ganze Nahrung abgebaut? Also er musste ja irgendwo... Marco hier mit 185 Pop kratzt hier am Bevölkerungslimit und schafft es hier wieder eine Armee nach der anderen zu mobilisieren und währenddessen konstant Stress zu machen. Ist es auch in der Base von Werners? Warum denn nicht? Einfach mal durchreiten, einfach mal hier die Bevölkerung nerven. Und es ist so nervig, weil es sind nur drei Einheiten, aber du musst wieder zurückziehen und du musst dich aufmerksam machen und es ist immer dasselbe. Und jetzt entbrennt hier ein großer Kampf. Die Orgelkanonen machen guten Schaden von hinten, werden jetzt aber direkt angegangen von den Husaren, gemeinsamen Husaren von Donny und von Marco. Und hier der Tribok, auch Belagerung an der Front, ist immer ein schlechtes Zeichen. Aber die Orgelkanonen treiben zurück natürlich. Gar nicht schlecht. Und jetzt wird hier ein wahrlicher Tod, ein Trommelfeuer entfesselt. Ja, es wird jetzt ein richtiger Trash-War. Also die haben auch so viele Ressourcen im Moment, dass sie einfach mega viel reinballern können. Aber die Orgelkanonen machen hier durchaus Schaden gegen die nicht allzu gut gerüsteten Sare hier. Aber wenn sie, es ist immer so die Sache, wenn sie es schaffen, ranzukommen und Schaden zu machen,
dann ist die Kavallerie im Vorteil, aber solange man es schafft, Abstand zu halten zwischen den Kanonenrohren und dem Feind, dann ist der Schaden hoch und hier wird geheilt und geheilt von Werners Mönch, der hier fast den Glauben an Gott verliert bei diesem Leichenfeld, das sich hier abzeichnet vor ihm. Also hier wird wirklich gnadenlos die Kriegsmaschinerie angekurbelt und Truppen werden hier reingefeuert. Starke gegen Schwache, Schwache gegen Starke. Werner ist auch immer noch in der Handelslinie drin. Handelslinie. Konnte hier auch schon ein bisschen was kaputt machen, aber weißt du, da kriegt man einmal so einen Treffer und dann fährt er einfach nach Hause. So, und dann alle sind so ein bisschen angeschlagen. Also wirklich, aber halt keiner geht kaputt. Aber geht noch. Eine Fuhre geht noch. Gib mir einen Schlag hier. Einen Schlag. Nee. Und vielleicht kriegt er es, wenn er wenden muss. Vielleicht. Ah, er schließt auf und zack, da kriegt er einen Schlag rein. Was auch richtig fies wäre, hier einfach eine Wall zu bauen. Er schafft es nicht und hier mittlerweile wirklich kaum noch möglich, hier irgendeinen Besitzanspruch zu formulieren hier am Goldfeld. Hier wird einfach nur noch gemordet. Einfach nur noch Massaker auf beiden Seiten. Aber die leichten Kanoniere von Marco scheinen hier ihre Arbeit ganz gut zu machen. Mhm. Der nächste Gegenangriff ist auch schon direkt da. Pfeil gegen Kanonenkugel. Er hat gekämpft und die Belagerungskanonen schießen und schießen. Ich bin gespannt, ob wir auch Kanonentürme sehen. Aber da vielleicht welche zur Verteidigung baut. Weiter marodieren. Also ich möchte jetzt wirklich nicht in den Schuhen von Tianchi stecken, der jetzt hier seit mittlerweile einer Stunde 20 Minuten Ingame-Zeit konstant genervt wird von Marco. Also ich will nicht seinen Blutdruck sehen, der hier mittlerweile schon weit über den Skalen liegt. Und das ist auch einfach ermüdend. Das ist auch einfach ermüdend. Und es reicht einmal nicht zu reagieren auf so einen Angriff und du verlierst wieder alle Arbeiter. Mhm. Du musst wieder die neu produzieren. Du musst wieder genau an die Ressourcen leiten, wo sie waren. Und dann hast du die Felder nicht mehr. Nee. Und dann ist es nervig. So, und mittlerweile... Ich will gar nicht mehr sagen, wem das Goldfeld gehört, ehrlich gesagt, weil es so empfindlich ist und so schnell sich wandeln kann. Mittlerweile kaum noch Gebäude hier. Die eine Dorfzentrum von Donny ist mittlerweile auf, aber hier verliert man die Arbeitslust. Mittlerweile hier jetzt Onager. Also der technische Fortschritt langsam aber sicher. Bei Donny. Hier wird weiter mit Trash gekämpft. Trash gegen Trash. Ich frage mich halt echt, warum die nicht mal bei Donny in die Base reingehen. Vor allem Werners. Weil Werners andere Probleme hat. Werners hat hier Husare in der Base und überall. Und wenn einmal die Wall offen ist, oder das, was man hier vielleicht als Wall bezeichnen kann, diese Häuser hier, dann kriegst du es auch nicht mehr hin, weil dann jeder Arbeiter, der die Wall neu aufbaut, wird wieder gekillt und dann musst du deine Armee wieder abziehen und hin und her. Und ich glaube, hier diese konstante Vehemenz von Marcos Aggression zahlt sich aus. Er hat Tianchi langsam aber sicher in die Knie gezwungen und jetzt, glaube ich, ist auch Werners dran, der hier. Dessen Eco hier wirklich brach liegt. Aber noch sind die Punkte ausgeglichen. Aber kannst du mal hier Werners auswählen? Gerne, die Westfront. Oh, okay. Also Ressourcen hat er noch. Werners hat prall gefüllte Kornspeicher. Aber wir sehen, und jetzt, es kann sein, dass Team Rocket Beans auch punktetechnisch langsam überholt. Wir sind auf 300 Punkte Abstand. Also unglaublich, unglaublich knappes Spiel an der Stelle. Und auch hier Tianchi versucht jetzt in der Base von Werners Zuflucht zu finden und irgendwo Fuß zu finden und irgendwo den marodierenden Horden und hier auch noch ein Quickwall von Werners, der hier wirklich bei eineinhalb Stunden Spielzeit immer noch die Finger, die mittlerweile glühen dürften, schafft es hier auch noch den Quickwall hinzukriegen. Also hier gibt niemand auf. Hier ist niemand bereit, auch nur irgendwo die Finger in die Nähe der Taste G zu bewegen. Aber mittlerweile... Das ist wirklich... So, jetzt ist... Wieder Marco und Donny. Jetzt ist Marco und Donny und sie drängen jetzt die Westfront zurück. Sie haben es geschafft. Einerseits mit der Infiltrationstaktik hier von Marco, der konstant die hinteren Reihen schwächt, schaffen sie es hier, die Armee zurückzudrängen, die hin und her gerissen war. Auch nie die schnellste Armee war, muss man sagen. Viel Infanterie, die Arbalestenschützen, die Bogenschützen. Eine zähe Armee, die immer zwischen internen Konflikten, externen Konflikten hin und her gerissen war und nie sich wirklich so gut formieren konnte, um dem konstanten Druck Herr zu werden. Und jetzt die Kanoniere machen natürlich auch kurz einen Prozess mit dem Trash. Also sowohl Husare als auch Helibardiere fallen wie Fliegen, wenn sie nur genug Abstand haben. Sie haben immer noch den enormen Vorteil, dass sie jetzt die Mitte wieder für sich haben, da das Gold abbauen und aber auch diese Handelsroute haben, wo sie sehr viel Gold generieren. Ja. Marco ist, glaube ich, noch nicht so sicher. Er traut sich noch nicht, hier irgendwie Strukturen zu bauen. Vielleicht denkt er sich aber auch, es ist gar nicht mehr nötig. Es ist gar nicht mehr nötig, jetzt noch Geld auszugeben, sondern jetzt wirklich alles in den Angriff legen und einfach dieses ewige Hin und Her zu beenden, um einmal aufzuräumen und mal wirklich tief
tief in die gegnerischen Lande einzudringen und wirklich Schaden anzurichten. Aber hier mit dem Highground natürlich ein ganz ungünstiger Kampf um die Arbalestenschützen. Schaffen es auch hier, glaube ich, wieder, die Kanoniere zurückzudrängen. Also es hört nicht auf. Westfront ist so zäh und schafft es auch hier so vehement, auch teilweise die Handelsroute zu kappen. Das waren mal mehr. Ja, das waren auf jeden Fall mehr. Oh, da wurde sogar der Markt. Der Markt greift an. Wird immer noch angegriffen. Marktplatz nur noch 28 Gold. Wird das weniger im Laufe der Zeit? Man weiß es nicht. Niemand weiß, wie dieser Markt zustande kommt. Man weiß es einfach nicht. Und Marco wieder mit der Like. Marco wieder hier. Man muss wieder einladen. Und lohnt sich das überhaupt noch? Machen die genug Schaden? Marco mittlerweile ja auch mit genug Husaren, um so einen TC auch mal abzureißen nebenbei. Also unglaublich nervig. Aber die Base von Werner ist weitestgehend sauber. Hier fallen noch die letzten. Hier sieht man relativ wenig Blauer. Hier noch drei vereinzelte. Aber auch die nerven. Es sieht... Und... Oh, Werners. Westfront hat aufgegeben. Tianchi hat aufgegeben. Beide haben aufgegeben. Oh, GG. GG. Wow. Krass. Herzlichen Glückwunsch. Alter, habt ihr das durchgezogen zu kommentieren? Ja klar, ja, Alter, was für ein Spiel. Sicherlich. Nicht schlecht. Großen Respekt an Team Rocket Beans hier. Wow. Das richtig dachte gut. Ich halt wirklich mehrmals schon, na, das sollten wir jetzt gewonnen haben. Und dann kamen die wirklich stark zurück, die Jungs. Groß. Also, ja, ich kann auch nur sagen, also Marco, großes Lob aussprechen. Marco ist einfach ein geiler Teammate. Mit Marco Spiel macht immer Bock, weil der motiviert einen konstant, auch wenn man offensichtlich gerade nicht das geilste Spiel macht und so. Muss ich wirklich sagen, also mit dir Spiel macht einfach Bock, weil du gibst einem immer so das Gefühl, auch wenn man eigentlich weiß, man macht jetzt gerade nicht so viel, immer so, ja geil, baller die Husare, Alter, du kommst jetzt genau richtig und so, und das motiviert einen krass einfach, so macht das einfach Spaß, so. Du bist eigentlich nichts gegen, ich würde mir echt wirklich gerne eine Scheibe, so von meiner Persönlichkeit eher eine Scheibe davon abschlagen, weil ich bin ja eigentlich gar nicht so. Aber das ist echt cool, also von daher hat es mir Spaß gemacht, aber ich glaube, ich habe nicht wirklich super viel dazu beigetragen. Boah, ey, jetzt red ich nicht runter, also ganz ehrlich, also gerade also von den Völkern her, fand ich das ja schon ziemlich cool, dass wir Italiener und Berber hatten. Ja. Also ich konnte dann gut, ich dachte erst, wie gesagt, ich habe halt lange Zeit, habe ich halt auch Portugiesen-Bonus im Kopf gehabt. Ja. Weil ich dachte, ey, geil, du bist Berber? Nee, du bist Portugiese, dachte ich. Ja. Beziehungsweise du hast diesen Bonus, dass deine Einheiten von Ballistik beeinflusst werden. Ja, ja. Deine Schießpulvereinheiten. Ja. Hatte ich ja gar nicht. Nee. Aber trotzdem, Italiener sind super, weil Schießpulvereinheiten einfach günstiger sind. Deswegen war es doch nicht der komplett falsche Call. Und wie gesagt, du kamst doch auch immer richtig. Also ich lobe dich ja jetzt nicht, um dich irgendwie zu motivieren, sondern ich sag ja schon, wenn irgendwie was gut läuft, dann geht es. Ja, also es ist wahnsinnig schwierig, muss ich sagen. Also ich merke bei solchen Spielen immer, wie viel mir wirklich noch fehlt. Also abgesehen davon, dass man mal schlechte Tage erwischt, kann passieren, aber... Leute, das ist so ein Durcheinander. Ständig wird man irgendwo gepinkt. Ich bin noch gemütlich mit einem Dorfbewohner irgendwie gerade so ein Holzding abmachen. Dann pinkt er schon dreimal hier, da ist er, hier ist der Dinger, da machen wir hier mit den Husaren hin. Es ist anstrengend auf jeden Fall. Ey, wie gesagt, ein One-on-One ohne Scheiß. Also auf dem hohen Level, wenn du da die One-on-Ones ansiehst, ey, das ist, da kommt kaum jemand hinterher, außer eben die Profis. Hier war es ja noch eigentlich relativ entspannt, auch wenn so ein Spiel extrem schlaucht einfach. Ja, beeindruckendes Spiel ist, ich kann es mir gut vorstellen, ich wollte auch nicht in den Schuhen von Tianchi stecken, der konstant, also wirklich ab Minute 20 wirklich eine Stunde lang genervt wurde von Marco, seine Base immer wieder aufgeben musste, immer wieder neu aufbauen musste und Marco ist konstant dran geblieben. Es war wirklich frustrierend zuzuschauen, aber ich muss Donny widersprechen, ich finde, du hast durchaus essentielle Szenen gehabt und gerade immer, vor allem in der Mitte, wenn Marco es geschafft hat, dir den Rücken frei zu machen und die Armeen zum Abziehen zu bringen, hast du es geschafft, mit den Rammen dann auch mal das ganze Goldfeld abzuräumen. Und ja, auf die Rampe bin ich ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ich glaube, das ist das Einzige, wo ich weiß, das war nicht schlecht, weil ich ja Sturmböcke gemacht habe und die haben natürlich auch einmal seine komplette Produktion abgerissen irgendwie. Ja. Die sind aber auch, und einmal war auch geil, so hier Profi-Move gemacht hier. Ich bin mit den Rammen rein und habe das Feuer mit denen auf die gezogen. Das war nicht schlecht. Sowas ist, weil die Arbalesten ja dann auf die Rammen schießen und dann deine Dudes. Das ist halt das Ding, also im Bogenschützen, das ist halt wie, deswegen hat Johnny das groß gemacht, für jeden, der das nicht weiß. Wenn Rammen unter Schützenfeuer sind, also egal was für Schützen, auch Konquistatore, auch Oder Dorfzentren. Du kannst mit Rammen dieses Feuer auf dich ziehen, indem du die Rammen einfach reinschickst, schickst vielleicht einen Spearman oder sowas mit, der am Anfang dieses Feuer bekommt. Und wenn dann Bogenschützen zum Beispiel die Ramme einmal markiert haben, dann ballern die so lange drauf, bis sie tot ist. Und eine Ramme hat 160 Piercing Armor. Also Schützenarmor.
und Schützenrüstung. Und also das wirklich sehr schön gemacht, sehr gut hier auch zusammengespielt. Und es ging wirklich konstant hin und her. Also wir konnten streckenweise nicht genau sagen, wer jetzt für die Vorne liegt. Und auch wenn das Team das GG gesagt hat, hat er mehr Punkte. Also es war wirklich sehr, sehr lange sehr ausgeglichen. Und es war ein extrem interessantes Spiel, sehr lang, aber wirklich immer spannend und immer dabei. Von daher, GG, ich bin stolz auf euch, Leute. Ihr habt das gut gemacht. Sehr schön gemacht. Was, kannst du einmal kurz die KD noch? Die will ich noch sehen. Ich glaube, die ist ganz interessant nach so einem Spiel. Getötete, guck dir mal, Marco, 1000 getötete Einheiten. Aber ey, guck mal, ich habe 353 zu 353. Solides Ergebnis. Ich bin ausgeglichen. Kommen wir aber mit 0 raus, ist doch perfekt. Ja, also wir, ich habe auch 851 verloren. Nee, ey, das war doch noch ein schönes, sehr, sehr, sehr schönes, intensives Spiel zum Abschluss. Auf jeden Fall. Auch recht lang. Wir müssen jetzt relativ schnell Schluss machen, weil wir schon ein bisschen überzogen haben. Es hat echt Spaß gemacht, auch zu kommentieren. War sehr cool. Vielen Dank. Von daher, ich finde, ihr habt es super gemacht. Und nächste Woche dann hoffentlich mit weniger technischen Problemen. Und dann kriegen wir auch alles hin, was wir uns vornehmen. Ist doch gar nichts passiert. Ist überhaupt nichts passiert. In der Zwischenzeit. Was für technische Probleme? Stimmt. Letzte Woche. Und falls ihr von der ganzen Spannung eure gesamte Kleidung jetzt momentan so durchgeschwitzt habt, dass ihr denkt, fuck, ich brauche einfach neue Kleidung, ich brauche neue T-Shirts, dann haben wir genau das Richtige für euch. Denn das Rage of Empires Merch ist mittlerweile da. Verschiedene Motive könnt ihr euch anschauen auf der Website und bestellen. All das ist möglich. Ja. Vielen Dank an Mara, vielen Dank an Marco, natürlich wie immer, vielen Dank an Donny. Freut mich zu sehen, dass du doch noch geschafft hast, Mara und Florentin, Kopf aus der Schlinge zu nehmen und ein gutes Spiel abgeliefert hast. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis nächste Woche. Das war Rage of Empires. Ciao. Ciao. Ciao.